Geisbockheim leben wir mit Freud und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir trotzdem hier. Und Hattingen rufen Uherskeler, Dichte und Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 191. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Soweit ich weiß, haben es alle Menschen zurückgeschafft aus Tschechien nach Hattingen, nach Hamburg, nach Köln, wo auch immerhin sie es verschlagen hat. Die allermeisten sind gesund und munter. Ich kann nicht für ihre Leberwerte sprechen. Die dürften ein bisschen, sagen wir, Richtung Keller gegangen sein. Aber es waren bestimmt ein paar epische Stories dabei. Ich bin gespannt, sie gleich alle zu erfahren. Aufs Sportliche wird auch zu blicken sein. Zwei Spiele müssen nachbesprochen werden. Zwei Spiele müssen vorausgeschaut werden. Also, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Ich begrüße wie immer den Lokführer des Nachtexpresses von Hannover nach Prag wahrscheinlich oder Wien oder so. Wien. Genau, den Marco. Moin Marco, grüß dich. Ja, guten Morgen oder Abend, guten Abend. Ja die Nacht, Idee. Guten Mittag, alles. Genau. Hallihallo. Ich glaube, Zeit und Raum sind relativ geworden auf dieser Auswärtsfahrt, oder? Ja, tatsächlich. Wenig Schlaf, viel Alkohol, kann man dazu sagen. Ja, da ja meine Schüler hier zuhören, der Disclaimer, ich war nicht mit in Tschechien. Ich habe schön brav hier Dienst nach Vorschrift in Hamburg absolviert und demnach auch meinen Sober 2022 noch nicht gebrochen. Den habe ich habe sozusagen für dich mitgetrunken. Ja. Aufgeopfert habe ich mich. Ja, das haben wir vorher vereinbart. Das ist quasi wie so ein Karma-Konto, ne? Es darf bei uns beiden in Summe nicht auf Null gehen, deswegen musst du halt 200% geben, damit die Summe am Ende stimmt. Ja, ich hab mein Bestes gegeben. Ja, glaube ich. Glaube ich. Gibt ja auch Augenzeugenberichte, die das bestätigen können. Ob unser heutiger Gast auch ein Augenzeuge deiner Exzesse war, weiß ich nicht. Aber er war zumindest auch in Tschechien. Deswegen ist er heute ein ganz sehr, sehr herzlich willkommener Gast. Wir begrüßen sehr herzlich den Christian Künstler. Moin Christian, grüß dich. Hallo, guten Abend. Schön, dass du da bist und anscheinend ja auch Tschechien überlebt hast. Ich habe es überlebt. Ich habe den Marco aber relativ nüchtern wahrgenommen. Also so der Schein trügte. Der Butter ging. So stark alkoholisiert wirkte er jetzt auf mich nicht. Nee. Zu welchem Zeitpunkt habt ihr beiden euch denn getroffen? In der Halbzeit, glaube ich. Genau. Ja. Vom Freitagsspiel. Naja, ja, gut, das war um 14 Uhr irgendwann. Ja, sorry. Da kann es ja vielleicht noch gehen. Da, also tatsächlich war der Freitag auch der Tag mit dem wenigsten Alkohol. Ja, das ist auch was anderes, ne? Dass man da mal so ein Spiel dann quasi relativ nüchtern mitkriegt. Ja. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, nehmt uns doch mal alle mit auf eure Auswärtsreisen. Auf Twitter wurden schon gewünscht, dass wir ganz viele Berichte hier zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, ob vielleicht der Gast Christian anfangen möchte. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen von deiner Reise. Wo hat's dich her verschlagen? Wie war's? Lass uns mal alle teilhaben. Ja, also ich bin am Donnerstagmorgen von Düsseldorf aus nach Wien geflogen und bin dann von Wien aus mit dem Zug nach Brünn gefahren. Dort hatten sich, ich glaube, fast 60 Leute so zusammengeschlossen, wo einer so nett war, einen Bus quasi zu chartern, der uns nach, Uherskeler Dichte fahren sollte oder auch gefahren hat und wieder zurückbringt. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ja, also der Donnerstag war eigentlich, der war eigentlich noch relativ relaxed, muss man so sagen. Am Freitag wurde es dann ein bisschen wilder, aber der Donnerstag war eigentlich relativ relaxed. Wir sind dann halt wieder mit dem Bus zurück. Dann, als sich dann halt rausgestellt hat, dass das Spiel nicht stattfindet, war dann natürlich auf der Busfahrt zurück. Alle waren irgendwie am Planen und am Gucken,
wie sie das irgendwie möglich machen, dass sie dann halt am nächsten Tag irgendwie wieder da sein können, weil es gab tatsächlich ja viele, die morgens wieder zurückgeflogen sind oder halt mittags wieder zurückgeflogen sind. Ich persönlich hatte Glück, dass ich von vornherein von Wien aus erst den Flug um 20.10 Uhr gebucht hatte. Also das war zeitlich erstmal schon einigermaßen machbar bei mir. Wobei es dann durch den tschechischen Nationalfeiertag ein bisschen schwieriger wurde, weil ich glaube, nicht allzu viele Züge dann fuhren. Und dementsprechend war eigentlich für mich schon klar, ich muss irgendwie eine Mitfahrgelegenheit finden, um wieder nach Wien zu kommen. Und das hat dann aber irgendwie auch dann letztendlich ganz gut funktioniert. Und so ging es mehreren, glaube ich. Die haben irgendwie sich in Autos organisiert, um dann rechtzeitig wieder nach Wien zu kommen. Ich glaube sogar in dem Brünn-Bus saß ein gemeinsamer Bekannter von uns beiden. Also jemand, den du da kennengelernt hast und den ich hier aus Hamburg kenne. War da ein Hamburger Herr zu Gast? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, dann so ist die Welt dann doch ein kleines Dorf. Also wenn man es will. Khaled Naha war auch dabei. Ja, genau, dann war das der Bus. Ja, dann habt ihr euch da kennengelernt. Genau, ist mein Nachbar quasi hier in Einsbüttel in Hamburg. Sehr gut. Ja. Genau, also ich wollte gerade sagen, die Welt ist ein Dorf, aber gut, Oherskeladiske ist ja auch ein Dorf. Wenn man da mit 5000 Leuten einfällt, dann kennt man sich wahrscheinlich irgendwann tatsächlich. Ja. Ja, bin gespannt. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen über diese Absage-Geschichte reden. Aber ich denke mal, erst kann uns der Marco ja mal ein bisschen von seiner Fahrt im Nightjet erzählen. Ja, also tatsächlich, wenn ich das höre, ja, wir sind da entspannt geflogen. Entspannt war es bei uns auch. Aber anders entspannt. Ich bin ja mit der Reisegruppe Hamburg oder wie sie, ich muss jetzt gerade mal gucken, wir haben uns diverse Male umbenannt. Die Gruppe heißt mittlerweile, wir haben es uns bedient. Dieses Wortschöpfung habe ich irgendwann nicht mehr ganz so nüchtern gesagt. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben uns das verdient und ich habe gesagt, wir haben uns das bedient. Die Reisegruppe hat ja in Hamburg seinen Start genommen. Da sind ja der Lennart, die Claudia, der Raik und der René losgefahren. Nee, das stimmt so nicht. Und wolltest dich dazuschleichen. Und die haben dich nee. Ich war länger dabei als der Lennart, also früher dabei. Ja, okay, du bist von Hamburg Hauptbahnhof bis... Nein, ich bin von Altona, bin ich eingestiegen. Ach, von Altona, ja, okay. Genau, ich wollte auch so ein 800.000stel der Auswärtsfahrt mitmachen. Und der Witz war ja, dass der Raik, liebe Grüße, der ist ja auch im Chat, am Donnerstag ja Geburtstag hatte. Ja. Und ihr seid ja am Mittwoch losgefahren. Und da habe ich es mir nicht nehmen lassen, mit seiner Freundin, mit der Claudia, ist ja auch im Chat, liebe Grüße, ein bisschen zu plotten, dass wir uns da am Bahnhof Altona treffen würden. Habe ich ihm noch einen kleinen Bierträger mit in den Zug gebracht und bin halt in der Tat genau eine Station mitgefahren. Also ja, ich kann behaupten, ich war ein winzig kleiner Teil der Auswärtsfahrt. Aber leider habe ich den Lennart verpasst, weil der ist erst Hauptbahnhof eingestiegen, wenn ich Dammtor schon wieder ausgestiegen bin. Ja, also wie gesagt, die Reisegruppe Hamburg hatte sich mit 4 Mann schon getroffen und haben schon Gas gegeben. Alkoholtechnisch und als ich in Hannover dazu gestoßen bin, kamen die tatsächlich aus dem Zug mit FC-Trikot und Common FC und FC Köln ist wieder da und FC International und haben das erste Fässchen rausgebracht, das erste 5-Liter-Fässchen rausgebracht und jemand, der dann dazu stieg, sagte nur etwas wie: Ach du Scheiße. Also die ahnten schon, was da auf sie zukommen mag. Ich glaube, wir haben sie nicht enttäuscht. Wobei ihr wart ja in so einem kleinen Aquarium dann, in so einem abgeschotteten Abteil. Ja, genau. Wir hatten ja 2 Sechserabteile, die man so als Schlafabteile, also du kannst die Sitze dann halt im Prinzip ausstrecken und kannst dich dann im Prinzip da lang machen und wir hatten halt 2 von diesen 6er Abteilen, saßen aber tatsächlich die erste, ich glaube bis kurz vor Nürnberg in einem Abteil zusammen und haben da zusammen Spaß gehabt und getrunken und haben da tatsächlich sehr viel Spaß gehabt, viel gelacht, viel erzählt und uns auf das Spiel gefreut. Unsere Freude hat sich aber dann so, also unsere nicht ganz, sondern der Lennart, der
hatte sich dann irgendwie dann schon relativ früh abgekapselt, weil seine Frau tatsächlich krank mit 2 Kindern zu Hause lag oder saß. Und der hat sich dann lange mit dem Gedanken rumgetragen, unsere Reisegruppe zu verlassen und wieder nach Hause zu fahren, was er dann tatsächlich auch in Passau getan hat. Also der hat uns noch vor der Grenze dann leider verlassen, sodass wir dann nachher nur noch zu viert waren. Und dazu muss man sagen, der Lennart hat ja die ganze Zugfahrt organisiert und war im Prinzip unser Zugjoker. Und da hatte ich kurz ein bisschen Panik, weil ich gedacht habe, so, Alter, wir kommen da niemals alleine an. Aber wir haben es tatsächlich in einer Vierer-Kombi geschafft, uns trotz Verspätung und anderem Umsteigen und anderem Zug bis Uherskeradiste durchzuschlagen und auch tatsächlich in einer annehmbaren Zeit. Ich glaube, wir waren irgendwann um 12:30 oder irgendwas so um den Dreh waren wir in Uherskeradiste, sind dann kurz durch die Stadt zu unserem Hotel, das tatsächlich sehr, sehr zentrumsnah lag. Auch da haben wir kurz vorher am Montag nochmal umgebucht. Wir hatten ja eigentlich unser Hotel in Otrokovice, was so, ich bummelige, 15 Kilometer außerhalb lag. Und da haben wir halt nochmal die Möglichkeit gehabt, in Uherskeradiste ein Hotel zu beziehen, was wir dann Gott sei Dank gemacht haben. Und waren dann einmal schnell duschen, umziehen und sind dann tatsächlich los ins Dorf und haben dann in einer Bierbar einen anderen Bekannten getroffen, nämlich den Axel mit Freundin, also Axel Goldmann, den Ed Lost in Nippes, und haben uns dann dazugesetzt und uns da das lokale Bier schmecken lassen, was tatsächlich super lecker und spottgünstig ist. Also wenn du für das Bier unter 2 Euro zahlst, ist 0,5, ist das natürlich schon eine Wucht. Also das war sehr cool. Wir saßen auf so einem schönen Dorfplatz, dem, ich glaube, Marienplatz hieß er, und haben da das gute Wetter noch genossen, und mit zunehmender Zeit zog so einfach so ein bisschen Bodennebel da rein. Es wurde dunkler und dann zog halt immer mehr Nebel rein, und habe ich gedacht, naja gut, so ein bisschen Nebel, so schlimm wird es ja nicht sein, und dann sind wir halt dann irgendwann los. Und dieses Stadion liegt in so einer kleinen Senke, würde ich sagen, und je näher wir Richtung Stadion kamen, desto weniger hat man gesehen oder desto nebliger wurde es. Dann standen wir irgendwann an dem Eingang zu diesem Block C und B, wo wir Karten hatten, und kamen nicht mehr rein, weil der Block zu war. Weil nämlich alle Kölner in diesen Block hinter das Tor gegangen sind, auch wenn sie da keine Karten für hatten. Und dann haben die irgendwann zugemacht. Und weil wir natürlich jetzt nicht so richtig Bock hatten, da irgendwie zu warten, haben wir einen anderen Eingang gewählt. Und das war, wie sich das für uns, für die Reisegruppe Hamburg, und wir haben es uns bedient, gehört, der VIP-Eingang. Wir sind da einfach dahingegangen, Karte vorgehalten, es kam so grünes Zeichen, und haben uns dann auch nicht von den netten Damen, jungen tschechischen Damen abhalten lassen, die da wild gestikuliert haben, und sind einfach an denen vorbeigegangen. Ich sag mal, Richtung Sitzplätze, Richtung Bank des FC, und haben dann natürlich dann auch andere Leute getroffen, wie den Ho und so weiter. Und es war tatsächlich sehr witzig, weil auf einmal stand man hinter dieser Spielerbank. Dann sind wir einmal los, um Bier zu organisieren. Und auch sehr witzig, der René steht dann da beim Bierstand und er zeigt einfach nur eine Zahl wie 5 oder 6 Bier an und zieht so langsam sein Portemonnaie raus. Und in dem Augenblick, wie er sein Portemonnaie rauszieht, sieht er neben sich, wie der Mann einfach das Bier nimmt und gar nicht bezahlt. Und in einer ultra langsamen Geschwindigkeit hat er wieder sein Portemonnaie verschwinden lassen in der Hose und hat mich dann dazu gerufen: Marco, komm mal, das Bier ist umsonst, hol noch mal welche. Und dann habe ich halt auch noch mal welche geholt, und dann hatten wir die erste Rutsche, glaube ich, tatsächlich für umsonst, bis die dann irgendwann rausgekriegt haben, dass ihr keine VIPs seid. Dass wir nicht so die VIPs sind. Und dann haben wir dann trotzdem noch, glaube ich, noch 2-mal Bier vom normalen Bierstand besorgt, und ja, haben da tatsächlich sehr viel Spaß gehabt. Aber du musst doch langsam wissen, wie man sich auf den VIP-Tribünen zu benehmen hat. Ja, also eigentlich schon. Gern gesehener Gast. Wir haben uns tatsächlich, glaube ich, auch nicht daneben benommen. Also
da waren ein paar, die tatsächlich aus, wie vom FC Slowakei ein bisschen krumm geguckt haben. Da waren aber auch viele wirklich nette dabei, mit denen man sich auch ein bisschen unterhalten konnte. Und das war schon sehr entspannt, weil es passiert ja auch erstmal nichts. Also der Nebel war ja tatsächlich wirklich der Nebel des Grauens. Man hat wirklich von da, wo wir standen, nicht die Tribüne hinter dem Tor gesehen und erst recht nicht die Tribüne gegenüber. Und man sah dann irgendwann mal so ein paar Figuren da rumflitzen. Und dann wurde es ja das erste Mal für eine halbe Stunde verschoben und dann nochmal. Und was ganz witzig war, du warst ja direkt überhalb dieser Spielertribüne. Und wir haben mehrmals dann runtergerufen, sowas wie: Steffen, Steffen, komm, mach Kleinfeld, 8 gegen 8 oder 7 gegen 7. Und Steffen Maumgart hat sich tatsächlich auf diese Kommunikation auch ein bisschen eingelassen und gesagt, ja, ich schlag das gleich mal vor, an mir soll es nicht scheitern. Und ja, haben da diverse Informationen auch von FC-Verantwortlichen bekommen und dann klarte es einmal so kurz auf, als die Spieler sich warm machten und da haben alle schon gesagt, so, ja cool, der Nebel verzieht sich so langsam. Und dann fing das Spiel an und ich glaube, mit Anpfiff zog der Nebel wieder ins Stadion so nach und nach. Und ich glaube, da war ein Schuss vom FC Slowakei. Ich glaube, den hätte mir Marvin Schwäbe niemals gesehen, weil er den auch einfach durch den Nebel nicht sehen konnte. Und angeblich sollen wir auch in der 6. Minute eine Torchance gehabt haben, aber keiner weiß, ob es wirklich von wem es eine Torchance war und ob es eine war. Und Florian Dietz nach Ecke hat links am Pfosten vorbeigeschossen. Ja. Ja, aber also ich kann vom Fernsehen berichten, die Kamera war auf der Seite, auf der Christian Pedersen gespielt hat, also unsere linke Seite quasi. Pedersen selber konnte man noch ganz gut erkennen, aber sobald der Ball seinen Fuß verlassen hat, wusstest du nicht mehr, wo er war. Also der hätte vors Tor fliegen können, hinters Tor, aufs Tor, irgendwo zurück zum eigenen Tor, wir hätten es nicht sehen können. Also da war auch im Fernsehen nicht keine Hilfe. Ja, also ich glaube, das ist unumstritten, dass das Spiel nicht regelkonform gewesen wäre, hätte man da gespielt. Also ich möchte mir nicht ausmalen, wenn du durch so ein Spiel verlierst, was dann los ist. Hm. Ja, ich habe auch so gedacht. Stell dir einfach vor, der Schuss von Slowacko wäre schon direkt drin gewesen. Ja, genau. Es wird ja auch nicht annulliert dann. Das Spiel ging ja einfach in der 8. Minute weiter. Genau. Es wäre ja auch nicht wirklich regelkonform gewesen dann. Oder unser also, Tor, ist ja egal, also eins von beiden halt. Es war voll, also ich glaube auch tatsächlich, dass also die Trainer, das war natürlich der unfassbare Vorteil, dass wir halt da standen. Du konntest halt genau sehen, was da abgeht. Die beiden Trainer sind aufeinander zu und beide haben sich dann, glaube ich, verständigt, dass das so keinen Sinn macht für keins der beiden Teams. Und gut. In dem Augenblick fand ich das auch alles noch ganz witzig, weil ich gedacht habe, haha, dann spielen wir halt morgen nochmal. Was ich natürlich nicht bedacht habe, ist, dass mein Zug, also mein ursprünglicher Zug nach Prag, beziehungsweise von Prag nach über Berlin nach Hause, damit gar nicht zustande kommt. Wann wäre der gegangen? Um 9 Uhr irgendwas aus Uherske-Radiste. Ich hätte irgendwie, glaube ich, 2 Stunden in Prag gehabt und von da aus dann weiter. Das hätte nicht funktioniert. Und habe ich mir aber, wie gesagt, an dem Abend gar nicht so einen großen Kopf gemacht. Wir sind dann aus dem Stadion raus, sind dann noch in eine andere Bar gegangen und das war dann ein bisschen wild, weil der Reik, der hatte dann tatsächlich irgendwann, ich glaube, Müdigkeit, Alkohol, der hat irgendwann dann keinen Schlief mehr gehabt und ist direkt ins Hotelzimmer gegangen. Der hatte tatsächlich keinen Bock mehr mit uns irgendwie zu trinken und der war auch tatsächlich ein bisschen stinkig. Der hat sich dann von verabschiedet, auch tatsächlich nachvollziehbar. Und dann saßen wir noch mit Axel und seiner Freundin und Claudi und René und ich zusammen und neben uns saß eine, ich würde jetzt mal sagen, 50- bis 60-jährige Frau aus der dortigen Ultraszene, würde ich so sagen, eine Klatschpappen-Ultraszene. Und die hatte so ein Sitzkissen. Und immer, wenn ich persönlich irgendetwas, ich saß halt so neben dir und die saß am Tisch neben mir, immer wenn ich irgendwas gesagt habe, irgendetwas, hat die immer wieder gesagt, Slowacko! Slowacko!
Oder mir ging das so dermaßen auf den Senkel, dass ich dann irgendwann grimmig rübergeguckt habe und die hat die einfach null interessiert, ne? Und ja, das war dann sehr interessant und dann irgendwann ereilten uns dann so von den anderen Reisegruppen Informationen wie, Mensch, wir sind hier noch in der Disco Nummer 6. Da führt ein anderer hier im Podcast, berühmt-berüchtigter Gast, schwingt sein Tanzbein. Und das haben wir uns da nicht nehmen lassen, in diese berühmt-berüchtigte Disco Nummer 6 zu gehen. Also Axel, seine Freundin, Claudia, René und ich. Und ja, es war schon sehr spektakulär. Also das muss man sich vorstellen, das ist wie in so einer kleinen Dorfdisco. Die tschechischen Mädels haben sich da ein bisschen rausgeputzt und die tschechischen Jungs haben gedacht, so, hier vor dem Nationalfeiertag gucken wir mal, was bei der hiesigen Bevölkerung so geht. Und dann kommen da die Kölner Knallassis in den Laden. War tatsächlich sehr witzig, aber es ist halt komplett ruhig geblieben. Und es gab sehr wunderbare Tanzszenen zu beobachten von René und Thomas Reinscheid. Also ein Disco-Fox der allerersten Güteklasse. Also wenn wir die nächstes Jahr irgendwie bei, hier, wie heißt diese Tanzsendung auf RTL? Also da, die beiden sehe ich da schon als neues Traumpaar am Tanzfirmament schon stehen. Also war tatsächlich sehr witzig. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich auch nur Bier getrunken. Und warum auch immer. So fängt das Verhängnis an. Auch immer. Habe ich mich bereit erklären lassen, Longdrinks zu trinken. Liebe Grüße an Claudia, die mich da verführt hat. Da ist der Reik einmal nicht da, da werde ich jetzt zu ganz schlimmen Sachen verführt. Ich habe zum Beispiel, also, dass die mir diesen, ich habe mir dann einen Long Island Eistee bestellt für, weiß ich nicht, umgerechnet 3 €, dass die mir den nicht aus der Hand geschlagen hat, verstehe ich bis heute nicht. Also da ein bisschen, hätte ich ein bisschen mehr Unterstützung gebraucht, weil ich war eigentlich tatsächlich, das war jetzt eher so mein Nachteil und ja, sind dann da aber irgendwann, ich kann gar keine Uhrzeit sagen, ich glaube, wir waren um 2 Uhr im Hotel, kann die Claudia aber vielleicht mal sagen, ob das stimmt, aber so um den Dreh waren wir dann im Bett, haben uns dann aber für ja, haben uns dann aber für 9 Uhr zum Frühstücken verabredet, was wir dann auch gemacht haben. Und auch da habe ich irgendwie gedacht, so, ja, morgen gehst du zum Fußball und dann guckst du mal, wie du nach Hause kommst. Und am nächsten Morgen bin ich dann um 7 Uhr wach geworden und habe gesagt, ah, okay, ich guck mal eben so bei der Bahn und anderen Möglichkeiten, wie ich nach Hause komme. Und da habe ich das erste Mal die Schweißperlen auf die Stirn getrieben bekommen, weil tatsächlich keiner der Züge überhaupt verfügbar war. Und da habe ich gedacht, scheiße, du kommst. Hat das eigentlich an diesem Feiertag oder warum war das? Wahrscheinlich, weil vieles auch ausgebucht war. Also ja, also es fuhren auch weniger Züge als sonst, aber du musstest ja, ich sag mal, ich habe jetzt einfach mal geguckt, was ist die früheste Möglichkeit, ab 16 Uhr aus Uherskeradiste wegzukommen. Und dann ist ja dann auch schon wieder eine Zeit, du musst ja erstmal nach Prag oder irgendwo oder nach Wien oder sonst wohin. Und da hast du nicht mehr die Riesenanzahl von Zügen, die überhaupt von da aus weggehen. Und dann habe ich dann irgendwann gedacht, okay, irgendwann schrieb dann der Lennart mir, Mensch, pass auf, du kannst mit deinem Ticket aber innerhalb von Tschechien komplett fahren, das ist nicht zugbegrenzt. Habe ich gedacht, alles klar. Dann fahre ich nach Prag und dann nehme ich eine andere Möglichkeit, so Flixbus oder was auch immer. Tja, hat der Marco gedacht und dann war er auf der Flixbus-Seite, weil ich weiß, dass du im Normalfall für ungefähr, ich sage jetzt mal 70 bis 90 Euro von Bochum nach Prag kommst. Jetzt dürft ihr beide mal raten, das gehört leider noch nicht aus drei aus drei, was Flixbus für dieses Ticket aufgerufen hat. Last Minute im Wissen, dass da genug FC-Fans gestrandet sind. 220. Christian, dein Tipp? Ich weiß es, weil du es mir in der Halbzeit gesagt hast.
460, glaube ich, hattest du gesagt. 461 Euro für einen fucking Flixbus. Ja. Da mietest du dir sonst den ganzen Bus für. Ja. Und da habe ich gesagt, ne, ne, auf gar keinen Fall, aber auf gar keinen Fall. Und habe dann gedacht, so, okay, ich suche mir jetzt irgendwas anderes. Und dann hatte ich tatsächlich für die Uhrzeit einen unfassbaren Geistesblitz, weil ich wusste, dass hier Tessa, die Ed-Marie und Sportner 83, also die Svenja, die heute übrigens Geburtstag hat, liebe Grüße, alles Gute zum Geburtstag. Ich wusste, dass die mit dem Auto gefahren sind. Und habe dann einfach gefragt, ob die noch ein Plätzchen in ihrem Auto frei haben. Und habe dann ganz, ganz schnell die Zusage bekommen und habe noch einen Bewerbungstext verfasst für diese Busfahrt. Habe mich also offiziell um den Platz beworben, den ich dann auch bekommen habe. Was natürlich, also das war schon alles vor dem Frühstück klar, was natürlich bei mir dafür gesorgt hat, dass ich tatsächlich etwas entspannter das Ganze angehen konnte, weil wenn ich jetzt meiner Frau hätte verklickern müssen, dass ich mal irgendwie noch einen Tag später komme, glaube, das wäre kritisch geworden, genau. Weil ich habe mich dann der Pilgergruppe 4711 angeschlossen. Die waren nämlich gar nicht beim Fußball, die waren nämlich wandern in Uherskeradiste. Also, offiziell war ja keiner von uns vor Ort. War ja kein Fan da. Wir haben ja, ne, klar. Ja. Kennt man ja. Hat ja auch Christian Keller betont hinterher, ne? Der hat ja gesagt, tolle Stimmung, obwohl wir keine Auswärtskarten verkauft haben, damit die UEFA auf keine doofen Ideen kommt. Ja, also, wie gesagt, da bin ich der Reisegruppe Auto tatsächlich sehr, sehr dankbar gewesen, dass ich da mitfahren durfte. Ich weiß nicht, ob es die Reisegruppe nicht nachher bereut hat, weil tatsächlich meine Laune extremst gut war. Und ich saß in einer Reihe mit der Tessa, mit der Ed-Marie. Und ich möchte da aus Sympathiegründen nicht auf nähere Verfehlungen von Tessa eingehen, die diverse Male Sachen gesagt hat, wo ich gedacht habe, oh ja, jetzt wird spannend. Aber wohl eine Sache erzähle ich. Wir sitzen irgendwann in dem Auto. Also wir saßen. Ganz kurz. Ich distanziere mich von allem, was du jetzt sagst. Nein, das ist wirklich. Ich weise dich darauf hin, dass das alles, was im Bus passiert, im Bus bleiben muss. Nein, das erzähle ich einfach. Das war tatsächlich sehr, sehr witzig. Und ich glaube, die Tessa wird es mir verzeihen, wenn ich es jetzt erzählen werde. Irgendwann sitzen wir im Bus, haben noch so laut Navi 211 Kilometer. Und auf dem Navi über diesen 211 Kilometer stand halt 0.50 Uhr. Also 0.50. Die Tessa macht so den Kopf ein bisschen nach vorne, guckt auf das Navi und sagt, krass, das Navi ist auch komisch. Wie wollen wir denn 211 Kilometer in 50 Minuten zurücklegen? Ich gucke sie nur an und sage, das ist die Ankunftszeit, meine Liebe. Sie wird puderrot und sagt, oh, ja, dann sage ich mal nichts mehr. Also war tatsächlich, also in dem Augenblick wahrscheinlich auch witziger, als es jetzt klingt, aber wir haben in dem Bus sehr viel Spaß gehabt. Ich habe noch fleißig stickern können auf diversen Rastplätzen. Und bin dann um 1:11, 1:12, irgendwas kurz nach 1 in Köln angekommen und habe dann um 1 Uhr. Wir behaupten, es war 1:11 für die Authentizität der Geschichte. Ich weiß es nicht, es war kurz nach 1. Es ist eine Kölsch-Auswärtsfahrt, natürlich war es 1:11. 1:11, ja, dann war es 1:11. Es kann auch 1:12 und 1:13 gewesen sein, ich kann es da wirklich nicht mehr sagen und habe dann meinen Zug um 1:42 bekommen und bin dann, irgendwann in Bochum gewesen und habe dann den Nachtbus zu meinem nach Hattingen genommen und war dann um 3:44 Uhr, glaube ich, zu Hause. Nicht schlecht. Ja, die schreiben schon hier trotzdem hier der Reisepodcast. Ja. Also, eine Frage habe ich aber noch. Habt ihr in dem Nightliner auf dem Hinweg überhaupt geschlafen oder habt ihr durchgezogen?
wenig geschlafen. Also ich habe tatsächlich auch mal irgendwann, also ja, was ein bisschen nervig war, war halt, wir hatten ursprünglich, glaube ich, in Nürnberg eine Stunde 50 oder so Aufenthalt. Und der Lennart sagte schon, ja, da werden wir definitiv mehr haben, weil das war so ein Zug, wo hinten noch ein Autozug dran war. Mhm. Und der wird dann da getrennt und mit einem Zug, der aus Köln kam, zusammengefügt. Und ja, da haben wir, glaube ich, 3,5 Stunden oder so in Nürnberg gestanden. Und irgendwann habe ich dann auch gedacht, so, boah, ich lege mich jetzt noch tatsächlich vielleicht noch mal ein paar Minuten hin, um dann einfach vielleicht doch noch mal ein bisschen Schlaf zu haben, weil mit so einem Spiel um 18 Uhr sollte man vielleicht doch ein bisschen geschlafen haben. Und bin dann irgendwann von so einem Ruckeln wach geworden und bin dann wollte nach draußen gehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Und dann stand der Zug völlig woanders, weil wir haben vorher an einer Rolltreppe gestanden. Auf einmal war da keine Rolltreppe und hinten die Autos waren weg. Und ja, das war schon sehr, sehr spooky und haben aber tatsächlich vielleicht eine Dreiviertelstunde, Stunde in Summe geschlafen. Und ja, dann also Respekt. Ich halt ich wieder weiter. Ich hätte es auf 0 Minuten gebracht in dem Abteil. Da waren ja auch so gefühlt irgendwie 35 Grad drin. Ja, also tatsächlich in dem einen Abteil, in dem, wo wir am Anfang saßen, ich habe das Gefühl gehabt, da hat die Klimaanlage auch eher so semi-gut funktioniert. Mhm. Da war es tatsächlich sehr, sehr warm. Und ja, nachdem wir dann in Passau waren und der Lennart uns leider verlassen hat im Zug, sind wir dann auch in das zweite Abteil gegangen, wo tatsächlich die Luft noch ein bisschen besser war. Ja, das okay. War auch. Ja, super. Vielen Dank für den Reisebericht. Dann würde ich vorstellen, können wir auch Sportliche zu gucken kommen, als man dann schließlich irgendwas gesehen hat. Nämlich am Freitag dann um 13 Uhr. Also eher eine ungewöhnliche Zeit. Aber wobei Steffen Baumgart. Eins habe ich noch. Es gab auf der Rückfahrt, wo wir im Bus waren, gab es noch das Gerücht oder da stand es noch so in Frage, ob am nächsten Tag überhaupt mit Zuschauern gespielt wird. Das hatte der Khaled auch auf Twitter gepostet. Ja, wegen dem Feiertag wusste man jetzt nicht so direkt, ob die wirklich alle Ordner und Polizeikräfte dann wieder ranbekommen. Also das war auch noch so eine Frage, ob man denn überhaupt mit Zuschauern spielen wird. Also es war an dem Abend relativ wild, wie man dann da jetzt plant und das war schon nicht so einfach. Ja, aber ich befürchte, man hätte das kleine tschechische Dörfchen zerlegt, wenn da keine Zuschauer reingelassen worden wären am nächsten Tag. Ich glaube, da war es für die Sicherheit schon besser, einfach Tore auf und rein. Ja, also ich glaube auch, dass man sich damit keinen Gefallen getan hätte, wenn man da keine Zuschauer zugelassen. Vor allem, weil der Stadionsprecher ja auch gesagt hat, dass die Karten für morgen ihre Gültigkeit behalten. Also ja. Beim Rausgehen. Also, puh. Also. Ja, und das haben ja wirklich alle panikartig noch umgebucht, wenn das dann alles umsonst gewesen wäre. Ja. Ja. Aber ich glaube, auch da hätten die FC-Fans Mittel und Wege gefunden, wie man reingekommen wäre. Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Okay, gut. Jetzt noch irgendwelche Reisesachen oder sollen wir sportlich schauen? Nee, für Zeit für Sportliche, würde ich sagen. Ich glaube auch. Also ich mache ja Kapitelmarken. Das heißt, wer mehr Bock auf Sportliches hat als auf eine halbe Stunde Marco erzählt, wie er durch den Zug gestolpert ist, der kann die dann jetzt benutzen. Aber wer es jetzt hört, das ist eh zu spät, also ihr habt es dann schon gehört. Genau, das Sportliche. Der FC gewinnt 1-0 gegen den FC Slowacko nach einem Elfmeter, der also zunächst einem verschossenen Elfmeter und dann einem versenkten Elfmeter von André Duda. Ich hatte das große Los gezogen, durfte das Spiel in der Schule gucken. Weil ich es nicht nach Hause geschafft hätte, habe ich da halt alle Kinder dann zur Mittagspause rausgeschickt, hat meinen Klassenraum verriegelt, weil natürlich alle vorm Fenster standen und große Freude daran hatten, dem Herrn Lennepe dabei zuzugucken, wie er seinen Verein verliert, vermeintlich. Ja, und dann habe ich halt das Spiel auf Smartboard in der Schule geschmissen, um nachher wieder unterrichten zu können. War auch mal eine andere Erfahrung, das in so einem klinischen Schulambiente zu gucken. Ja, gut. Aber zumindest war die Leinwand größer als bei mir zu Hause der Fernseher. Insofern war es sogar ein Upgrade für mich. Ja, aber das Sportliche. Ich durfte dann nachher das Nachspiel für fc.com schreiben,
habe ich so ein bisschen den schwarzen Peter gezogen. Und die anderen wären auch zu nicht in der Lage gewesen, würde ich jetzt ich mal sagen. Ich fürchte, ich war der Einzige mit glaube ich, einer anderen Person zusammen, die nicht in Tschechien war, von der FC.com-Truppe. Ja, genau. Die anderen haben ja Disco Fox getanzt, anscheinend. Einige, genau. Immerhin ist diesmal aber nicht ein Geschlechtsteil von ihnen auf Twitter aufgetaucht hinterher. Nein. Ist ja auch schon viel wert. Glaube ich zumindest. Ja, aber ich habe das Spiel überschrieben mit, es war ein Arbeitssieg. Also es war so der klassische, ich sag mal, Union-Berlin-Sieg. So richtig schmucklos, kaum irgendwie spielerische Highlights. Gewinnst mit dem Standard oder in dem Fall halt einen Elfmeter. Ja, am Ende sind alle froh, dass das Spiel vorbei ist, aber so richtig weiß auch keiner, wie du gewonnen hast. Aber ja, also überzeugend war es jetzt nicht, fand ich ehrlich gesagt. Nö, ich fand, es war eher schlimm. Also zumindest die erste Halbzeit. Also da habe ich jetzt so im Scherz gesagt dann zu jemandem im Stadion, also wenn wir das jetzt so im Nebel gespielt hätten, schlimmer hätte es jetzt auch nicht werden können. Die zweite Halbzeit wurde dann ein bisschen besser, da war ein bisschen mehr Tempo drin und man hatte dann auch mal so ein paar Torraumszenen, aber also in der ersten Halbzeit kann ich mich bis auf den Kopfball von Slowacko dann an den Pfosten oder Latte oder sowas, das war ziemlich zum Ende hin, kann ich mich eigentlich in der ersten Halbzeit an nahezu gar nichts erinnern, was da passiert ist. Also das war ein komplettes Gestocher irgendwie im Mittelfeld ohne Torgefahr. Das war wirklich grausam. Ja, ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass er den schnellen Meiner, nicht gegen diese 90-jährige Abwehr von Slowacko gebracht hat von Anfang an. Der war vielleicht der Plan, die erst müde spielen zu lassen und dann, wenn sie müde sind, ab der 70. nochmal zuzuschlagen mit eben der 35-km/h-Rakete Linden Meiner. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass die auf dem Platz stehen, da vielleicht schon auch ein bisschen mehr machen können spielerisch. Vielleicht muss man da auch ein bisschen diese Umstände mit einpreisen. Spielverlegung um 13 Uhr gespielt. Also 13 Uhr ist ja sonst so eine Testkick-Zeit, ne, wo du irgendwie gegen den, weiß ich nicht, TSV Hattingen oder so spielen musst. Und so fühlte sich das auch an, wie so ein so Testkick am Ende des Trainingslagers, wo alle schon so ein bisschen müde sind und eigentlich nur nach Hause wollen vom Trainingslager zu ihren Frauen und Kindern und dann bald die Bundesliga losgehen soll. Ja, in der ersten Halbzeit habe ich es auch so empfunden, das war kein gutes Spiel. Ich glaube aber, dass man da sagen muss, dass der FC Slowako das tatsächlich sehr, sehr gut gemacht hat. Also die haben uns immer dann auf den Füßen gestanden, wenn man irgendwie in der Lage war, mal 3 Meter nach vorne zu spielen. Und das war erschreckend, dass wir als FC darauf keine Antwort hatten. Das hat mich tatsächlich ein bisschen geschockt. Finde aber, dass wir gerade in der zweiten Halbzeit durchaus mehr für Spiel auch wieder getan haben. Und ja, auch die eine oder andere Torschuss hatten, aber in Summe war das sicherlich ein Arbeitssieg, ja. Also wir dürfen uns nicht beschweren, wenn dieser Kopfball an den Pfosten in der Tat schon reingeht und du wieder im Rückstand gerätst. Und ich glaube, dann wäre das richtig schwer gewesen gegen den FC Slowacko, der es ja wirklich gut macht und auch gut verteidigen kann, gut verschieben kann und so. Aber gut, ne, manchmal ist das Glück ja auch mit den Tüchtigen. Und gut, der Winkel war vielleicht auch schwer, um den dann direkt reinzumachen von da aus. Aber weißt du ja nie, wenn er so ein bisschen mehr Richtung Innenpfosten geht, kann er immer irgendwie doof springen und dann von da aus reingehen. Ja, aber das war ja schon sehr Außenpfosten. Ja, war es ja auch, klar. Da musst du schon irgendwie so Glück haben, dass du den genauso triffst wie der Florentin Niederlechner von Augsburg, damit du den so am Torwart vorbeikriegst irgendwie. War in dem Fall ein Schuss, kein Kopfball, aber der Winkel war ja vergleichbar. Naja, gut. Sollen wir über die Elfmeterszenen reden? Können wir gerne tun. Ja. Das habt ihr ja gar nicht mitgekriegt. Ich habe es ja am Fernsehen gesehen und ich habe auch den Kommentar angehabt. Da war ja Patrick Helmes zu Gast. Das ist ja kein Geheimnis bei RTL Plus. Am Mikrofon neben Robbie Huhnke. Und jetzt, ich mache jetzt hier keine Patrick Helmes-Diskussion auf. Was man ihm aber ja lassen muss, ist, dass er schon ein relativ sicherer Schütze war und schon auch weiß, wie man ein Tor erzielt hat. Und der hat
quasi vor der Ausführung vom Kainz-Elfmeter gesagt, als Rechtsfuß soll man nie nach rechts schießen. Der Rechtsfuß soll immer nach links schießen und der Linksfuß immer nach rechts, weil dann der Winkel des Balls weggeht vom Torwart und nicht hin zum Torwart. Mhm. Und wenn man als Rechtsfuß nach rechts schießt und der Torwart die Ecke hat, ist es viel leichter, den zu halten, als wenn man halt als Rechtsfuß in die andere Ecke schießt und der Torwart dann die Ecke hat, weil der Ball dann trotzdem von ihm weggeht. Ja, und da muss man sagen, also der Mann scheint was von seinem Geschäft zu verstehen, weil der von mit rechts nach rechts geschossene Elfmeter von Florian Kainz in der Tat dann von Philipp Nguyen gehalten wurde. War auch nicht gut geschossen. Nö. Springt ja in die andere Ecke, sagst du halt, okay, der hat den gut verladen und hat ihn irgendwie ausgetrickst. Ja. Wenn er in die Ecke springt, hat er den Elfmeter, weil er so halb hoch kam, nicht mit richtig viel Schmackes. Also ich sag mal, wenn der in die Ecke schießt, in die jetzt aus Helmes Sicht falsche Ecke, dann muss er zumindest fester und höher schießen. Ja, das stimmt. Aber ja, war das denn, also weil tatsächlich haben sich ja die Fans des FC Slowako massiv über diese Elfmeter geärgert. Ich habe mir die nicht nochmal angeguckt. Ja, das Problem war ja, dass irgendwie kurz vor Ende der ersten Halbzeit wurde ja Michael Katletsch von Timo Hübers, war es glaube ich, auch zu Fall gebracht im Strafraum. Und ich finde, die beiden Intensitäten der Kontakte sind vergleichbar. Also ich will jetzt gar nicht sagen, das eine war Elfmeter oder war kein Elfmeter. Ich denke, nur Chiri musst du auch ein bisschen gucken, dass du halt deine eigene Linie hast. Und da kann ich die Tschechen insofern verstehen, dass man sagt, wenn der eine keiner ist, kann der andere auch keiner sein. Oder wenn du den zweiten gibst, hättest du den ersten auch geben müssen. Also das war, glaube ich, so der Urquell für deren Proteste da. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem zweiten Elfmeter fehlt mir jede Fantasie, wie man den nicht geben kann. Also, das war direkt vor meinen Augen. Direkt vor meinen Augen. Das war Luftlinie 2,5 Meter. Wenn überhaupt. Und also, das war für mich ein klarer Elfmeter. Mhm. Weil ich weiß nicht, wer da gegrätscht hat, aber nur in die Beine von Tigges geht. Und gut, klar, Tigges nimmt den natürlich auch an, aber der hat auch keine Chance mehr weiterzulaufen. Ja, ja, also das war Kohut, einer von den Dreierketten-Innenverteidigern da hinten. Ich bleib mal ganz kurz bei dem ersten, bevor ich mit dem zweiten zu sprechen komme. Beim ersten macht der Damian so ein bisschen clever. Der macht das so ein bisschen wie der Onisivo gegen uns in dem Mainz-Spiel und nimmt halt ein Angebot des Verteidigers an, sozusagen. Mhm. Könnte vielleicht so ein Ding sein, wo du eventuell mit VAR sagst, könnten wir vielleicht zurückpfeifen, eventuell, weil zu sehr vom Stürmer gewollt quasi und nicht so richtig ursächlich für den Fall. Aber es gäbe auch Argumente zu sagen, es war keine clear and obvious Fehlentscheidung, also lassen wir es stehen. Der zweite finde ich aber auch deutlich eindeutiger, genau. Also insofern war es schon tatsächlich ein bisschen karmatische Gerechtigkeit, dass der erste verschossen, der zweite versenkt wurde. Das, glaube ich, entspricht dann schon auch der, ich sag mal, Qualität der Fouls, die da jemals zum Elfmeter geführt haben. Ja. Ja, also ich habe mir vorhin auch mal die Highlights angeguckt, also die wenigen, die es gab. Ich finde, beim ersten kann man echt diskutieren. Den muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt geben, aber beim zweiten ist es halt wirklich klar, es ist auch ziemlich blöd, wie sich der Verteidiger da einstellt, weil er dann halt auch noch seine Beine zumacht, quasi wie so eine Art Schere und klar, das nimmt Tigges dann halt an, aber das war halt schon wirklich ziemlich deutlich. Und das muss ich auch bestätigen, was der Helmes sagt, also ich habe früher auch Elfmeter geschossen und ich habe auch als Rechtsfuß auch immer nach links unten geschossen, weil man hat da halt meiner Meinung nach eine deutlich bessere Ballkontrolle und kann platzierter schießen, also mag den Herrn Helmes sonst jetzt nicht so, aber da finde ich, hat er schon recht. Und später sollte ihn ja auch Duda da mit seinem Schuss noch weiter bewahrheiten, tatsächlich. Ja, was man noch erwähnen kann, so ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind, jetzt so willkürliche Beobachtungen. Ich fand es bemerkenswert, wie selten unser kurzer Pfosten besetzt war. Es gab ja so ein paar Szenen, wo mein Flügelflitzer, häufig übrigens Adamian, der, wie ich finde, ein relativ gutes Spiel gemacht hat, sich so im 1-1 auch mal durchzusetzen, wo er da hingeflankt hat. Und
dann war da einfach niemand am kurzen Pfosten. Und am langen Pfosten standen drei Spieler so im Love Train hintereinander quasi. Da habe ich mir so gedacht, ja, da kannst du den bessere Strafraumbesetzung haben, weil dann hat einfach der flankende Spieler, ob es jetzt Adamian war oder keins von der anderen Seite aus, mehr Optionen. Und du hast halt nicht zwei Innenverteidiger zwischen dir und deinen Stürmern, die den Ball rausköpfen können. Das fand ich also schon bemerkenswert. Christian Pedersen, weiß nicht, ob der die Ansage hatte, seine Seite möglichst dicht zu halten, weil sie vielleicht Angst hatten vor dem 39-jährigen Tschechen, der da rechts gespielt hat. Ja, der hat ja quasi nicht ein einziges Mal den Keils hinterlaufen. Also das, was ja Hector mit jedem Angriff immer macht, dass der quasi immer eine weitere Anspielstation vor dem Ball darstellt, hat Pedersen kein einziges Mal gemacht. Fand ich schon komisch, weil der teilweise echt seine Läufe abgebrochen, um nach hinten abzudrehen. Also das muss Anweisung vom Trainer gewesen sein. Anders kann ich das gar nicht mir erklären irgendwie. Und vor allem hat es ja gegen Hoffenheim dann anders gemacht. Also das war, glaube ich, schon irgendwie Teil des Matchplans von Steffen Baumgart. Fand ich immer einen komischen Matchplan, ehrlich gesagt, weil ja unsere ganze Idee darauf beruht, dass wir halt viele Flanken schlagen. Und dafür ist es schon sinnvoller, wenn du da irgendwie eine Verstärkung für den Kainz hast und nicht sagst, hier, komm, Flori, Kainzi, setz dich alleine durch gegen zwei Spieler von Slovacko, mach einen. Da, glaube ich, kann man auch ein bisschen mutiger rangehen in dem Spiel, wo du ja weißt, dass du da eigentlich schon gewinnen solltest, wenn du eine gute Ausgangsposition für die Gruppe haben willst. Ja, das sind so die Sachen, die mir zu dem Spiel noch aufgefallen waren. Und ansonsten wurde ja Duda eingewechselt. Ich finde, die Einwechslung von Duda und Maynard zusammen hat dann auf jeden Fall das Spiel noch mal ein bisschen belebt. Gab dann eine Instanz, wo André Duda eigentlich schon quasi durch war. Ja. Und dann macht Duda wieder Duda-Sachen, wo man sich auch fragt, so Junge, du hast so viel Talent, du hast so viel Technik, du bist eigentlich ein erfahrener Spieler, der seit, keine Ahnung, 8 Jahren oder was auf höchstem Niveau spielt. Warum schaffst du es nicht, mit dem ersten Kontakt mal aufzudrehen und eine Aktion zu starten? Warum brauchst du immer 3 Kontakte, bis irgendwas passiert und hast dich dann festgedribbelt nur noch so einen schlechten Abschusswinkel? Das war der Moment, das darf ich jetzt an dieser Stelle leaken, wo ich dir eine Nachricht geschrieben habe, Marco. Und die Nachricht lautete, bitte, bitte tu André Duda hinterher keine Gewalt an. Ich habe ja gesehen, dass da keine Ordner zwischen euch und den Spielern waren. Da war ja nur so 1 Meter Luftlinie quasi. Da hatte ich ein bisschen Sorge um die Gesundheit von André Duda, wenn das Spiel 0-0 ausgegangen wäre und er das als letzte Aktion quasi vertändelt hätte. Aber er hat dann ja mit dem Elfmeter sich da dann zum Helden des Abends aufgeschwungen. Also ich kann dir sagen, der Peter, der auch schon bei uns hier zu Gast war vom Fanclub Slowakia, nee, Cologne Slowakia, der stand, den habe ich auch getroffen und der stand 3 Plätze neben mir, 4 Plätze neben mir. Und da habe ich, als du da nämlich genau diesen Alleingang da hatte und dann das Ding irgendwie vertändelt, weil er noch 3-mal einen Übersteiger macht, habe ich dann ihn schon angeguckt, weil wir tatsächlich vorher auch über André Duda gesprochen haben und dann meinte er so, ja, vielleicht macht André Duda ja heute das entscheidende Tor. Habe ich gesagt, klar. Und Schweine können fliegen. Und als dann Duda sich diesen Ball schnappt, um zum Elfmeter zu gehen, bin ich zu ihm rüber und habe gesagt, er sollte den jetzt reinmachen, sonst wird es heute bitter für ihn. Sonst kommt der nicht zurück nach Köln. Sonst kommt der nicht zurück. Und der Peter meinte dann so, ja, er hofft auch, dass er den jetzt reinmacht. Und tatsächlich hat er den ja dann auch reingemacht. Und also, ich habe den Elfmeter habe ich mir tatsächlich im Nachgang nochmal angeguckt, weil ich den nicht so, der war ja schon relativ gut geschossen, ich habe den eher reintrudeln sehen, im 0,3 km/h-Modus. Ging mir am Fernseher aber auch so, naja. Der sah in der Wiederholung besser aus, als er im Real Life aussah quasi. Boah, ich habe den gefühlt mit reingezittert und ja, der Micha, der Bütchen-Micha, der stand hinter mir und der sagte dann irgendwann so, boah, deine Gänsehaut hätte man fotografieren müssen, das war wohl krass. Ich war so unfassbar angespannt da in dem Augenblick, weil ich gedacht habe so, du musst doch jetzt hier das Ding wuppen. Und da habe ich mir gedacht so, boah, ich will auch nicht so eine Rückfahrt haben, wo du dich die ganze Zeit mit den Leuten unterhalten musst, wie scheiße das jetzt ist, dass du jetzt vielleicht doch ausgeschieden bist. Oder? Vor allem mit 2 verschossenen Elfmetern dann in dem Fall, ne? Also ja. Mehr Silbertablett geht ja gar nicht. Genau. Und du hast ja in dem Spiel auch gemerkt, da geht nicht,
sonderlich viel. Also ist jetzt nicht so, dass wir eine Expected Goals von Wert von 7,3 hatten, sondern das war ein Spiel, wo du gesagt hast, da musst du jede Chance mitnehmen. Und wenn du sie dann so ärgerlich vergibst, dann ist es halt immer traurig. Und aber der Ball war drin und ich glaube, es war die 82. oder 81. Minute. Und ich habe gegenüber auf diese Uhr geguckt, auf diese etwas ältere Stadionuhr, wo im Prinzip nur links die Heimmannschaft als Zahl war, rechts und in der Mitte eine Uhr, also die Minutenanzahl. Und ich habe diese letzten 9 Minuten hockend vor dieser Balustrade nur noch vollbracht. Weil ich gedacht habe, jetzt kommt der FC wieder. Und die schlimmste Aktion ist für mich von André Duda in 91. Minute. Da habe ich kurzzeitig gedacht, ich springe jetzt hier über die Bande und hau dem auf den Platz, wenn jetzt ein Gegentor passiert, hau ich den unangespitzt in den Boden. Anstatt dann entweder den Abschluss zu suchen. Nein, André Duda dribbelt am 16er wieder rum. Konter, und da wäre ja, da hat, ich weiß nicht, ob es Hübers, ich glaube, es war Hübers, der dann irgendwie kurz vor dem Strafraum den Spieler umgegrätscht hat, oder Luca Kilian, ja. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, wie unfassbar dumm kann man denn sein, in diesen Zweikampf dazu gehen für André Duda. Vor allem auch da hätte Kilian die Chance gehabt, das vorher schon sauberer zu klären, dann immer noch um den Fehler auszubügeln von Duda. Also es wäre typisch gewesen, wenn dieser Freistoß reingegangen wäre. Auch ein bisschen für die Saison von Luca Kilian, ne, der ja wirklich gerade viel Pech an den Hacken irgendwie hat. Es gab ja noch eine Szene, ich weiß gar nicht, wie ihr die im Stadion wahrgenommen habt, aber wo Skiri noch im Strafraum den einen Spieler umschubst, der in den anderen Spieler reinfällt, und die auch ganz vehement Elfmeter gefordert haben. Also auch da würde ich sagen, konnte man nicht wirklich sehen. Ja, auch da würde ich sagen, mit VAR kannst du ihn auch mal kriegen, weil Skiri macht da nichts Richtung Ball. Der schubst wirklich nur den Danicek war das, Richtung den anderen Spieler da. Und der fällt dann eben um. Also kann man auch mal geben. Ich kann so ein bisschen schon verstehen, warum sich der Trainer von Slovacko nachher so aufgeregt hat und sich da benachteiligt gefühlt hat. Ja. Also wie gesagt, das hast du von da, wo wir standen, halt tatsächlich gar nicht gesehen. Naja. Nee, es ist logisch. Im Fernsehen haben sie ja 2. Wiederholung gegönnt und dann sieht man schon recht deutlich. Also ich hätte gesagt VAR-Elfmeter jetzt in der Bundesliga. Die sind ja da so ja niedrigschwellig, was so Entscheidungsumstöße angeht, außer wenn Eintracht Frankfurt gegen Dortmund spielt. Aber das war schon vergleichbar mit diesem Adeyemi-Ding von Frankfurt hier, also von Dortmund, wo jetzt ja alle über den VAR diskutieren gerade. War also auch nicht ballbezogen, sondern rein auf den Mann. Insofern so vergleichbar vielleicht damit. Das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Also, das war schon 93. Da wart ihr wahrscheinlich schon im ganz großen Zittermodus. Ich hatte noch irgendwo was gehört von einem eventuellen Handelfmeter, den Slovacko hätte kriegen müssen. Ja. Das habe ich gehört, aber sonst. Ich weiß, aber habe ich auch gehört, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe versucht zu recherchieren. Ich habe nichts dergleichen, wo man mich erinnern können oder rausfinden können, im Live-Ticker oder so. Ich habe nur diese beiden Foul-Elfmeter-Szenen gesehen und weiß ich auch nicht so ganz genau, was damit gemeint war, mit der Handsituation. Vielleicht weiß jemand im Chat, wenn ja, schreibt. Ja, aber ich glaube, abschließend kann man sagen, es war ein glücklicher Sieg, mit dem man sich die Möglichkeit, mit dem man sich noch alle Möglichkeiten am letzten Spieltag erspielt hat. Ja, aber vielleicht auch teuer man, bezahlt. Ne? Also ja. Im Abschlusstraining Jonas Hector verletzt. Während des Spiels hat Skiri einen Jochbeinbruch erlitten und damit weitergespielt, was auch krass ist irgendwie. Mhm. Gut, Meiner war nur angeschlagen, der konnte gegen Hoffenheim aber wieder spielen. Also scheint nichts Schlimmes zu sein. Das ist natürlich dann schon ein hoher Preis, den man bezahlt für dieses 1-0 da gegen Slovacko. Ja, das ist so. Der Kader ist aktuell durchaus am Limit. Also ich meine, so ein Jochbein-Ding, also das ist ein Zweikampf, beide gehen zum Ball und Skiri bekommt dann halt den Ellbogen von dem Tschechen, oder ob es jetzt ein Tscheche war oder weiß ich, oder welche Nationalität, vom Slowako-Spieler irgendwie ins Gesicht. Das kann natürlich immer passieren. Das kann in jedem Spiel passieren. Aber es ist natürlich bitter, dass das uns halt auch passiert.
noch kurzer Nachtrag, der Emil 022 hat die Szene mit dem Handelfmeter im Kopf gehabt. Und zwar sagt er Kilian nach einer Flanke von Slowacko, aber war untere Schulter und weit von Handelfmeter entfernt. Ja. Danke, danke Emil, dass du es aufgelöst hast. Okay. Ja. Sollen wir vielleicht erstmal in dem Wettbewerb bleiben und auf den letzten Spieltag der Conference League gucken, bevor wir Bundesliga dann als eigenen Wettbewerb behandeln? Können wir jetzt schon mal Richtung Nizza gehen. Ja. Für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, Nizza ist derzeit Tabellenerster in der Gruppe D, hat 8 Punkte. Auf Platz 2 Partizan Belgrad, ebenfalls 8 Punkte, weil die direkten Vergleich ja höher gewonnen haben. Das ist ja das Ausschlaggebende in der Gruppe. Geht also nicht ums Torverhältnis, das würde für Belgrad sprechen, sondern um den direkten Vergleich. Und dann folgen wir auf Platz 7 mit Platz 3, mit Platz 7, genau. Und Slowacko ist schon ausgeschieden, 4 Punkte, was ich auch durchaus achtbar finde in dieser Gruppe. Hat also am letzten Spieltag keine Aktien mehr im eigenen Weiterkommen, muss aber natürlich nach Belgrad reisen und dann dort irgendwie uns ein bisschen Schützenhilfe geben oder Nizza oder wie auch immer. Während der OGC zu uns ins Rhein-Energiestadion kommen muss. Ja, also viel mehr Endspiel geht nicht. Ne? Situation ist klar. Zum Weiterkommen würde Nizza zu Noten unentschieden reichen. Wenn die Safe-Gruppen Erster werden wollen und sich damit diese K.O.-Runde ersparen wollen, müssen die auch gewinnen. Und wir müssen gar nicht rechnen, wir müssen gewinnen. Punkt. Uns reicht kein Punkt, da wir ja bekanntlich gegen Partizan beide Spiele verloren haben und gegen Nizza ja auch im Hinspiel nicht gewonnen haben. Also uns reicht kein Punkt für gar nichts. Wir müssen irgendwie gewinnen. Idealerweise hoffen, dass Partizan nicht gewinnt gegen Slowacko und könnten dann sogar noch Gruppenerster werden. Ich glaube aber realistischerweise geht es eher um den zweiten Platz und damit die K.O.-Phase gegen einen dritten der Europa League-Gruppenphase. Weiberfastnacht aus. An Weiberfastnacht, genau. Wobei ich so das Gefühl habe, dass die uns ja auswärts schicken werden, damit viele K.O.-en weg sind. Dann ist das schon feststehend, oder? Ja, ist feststehend. Ach so. Ich dachte, es hängt noch ein bisschen davon ab, wer da gegen wen spielt und welche anderen Veranstaltungen sind und keine Ahnung. Sicherheitsbedenken. Auswärts, okay. Ja, wir gucken jetzt nicht, wer potenzielle Gegner sein würden. Wir gucken einfach nur auf das Spiel gegen Nizza. Frage, glaubt ihr, dass es für uns von Nachteil ist, dass es für Slowacko im Parallelspiel um nichts mehr geht? Nee. Spielt ja für uns gar keine Rolle. Ob du nachher Erster oder Zweiter wirst, kannst du dann gucken, wenn du das Spiel gewonnen hast. Nee, ich glaube schon, dass es eine Rolle spielt. Nicht für uns, aber für Nizza. Also, je nachdem, wie es in der Parallelpartie steht, reicht denen ja ein Unentschieden. Und wir wissen ja alle, dass wir uns leichter tun gegen Mannschaften, die selber nach vorne spielen und ein bisschen was kreieren wollen, die wir auskontern können, aber als gegen Mannschaften, die wenn die Erster werden wollen, nicht. Nein. Nur wenn sie weiterkommen wollen, egal wie. Ja, gut. Aber ich glaube, jeder will sich dieses eine Spiel ersparen. Also jeder Sportler. Klar sagen wir als Fans, geil, noch eine Tour mehr. So, ne? Aber Also ich glaube, beim FC, gut, die Finanzen nimmt man vielleicht mit, aber man hat nicht so viel Bock, da jetzt gegen Rom irgendwie auszuscheiden. Glaube ich nicht. Das ist ja viel leichter, wenn du direkt ins Sechstelfinale oder so kommst. Oder Achtelfinale. Also nicht Sechstel, glaube ich. Ja. Aber ich weiß, was du meinst, aber das hast du ja nicht in der eigenen Hand. Das ist ja wie beim FC. Eigentlich müssen Nizza und der FC einfach ihr Spiel gewinnen. Also das Spiel musst du erstmal spielen und dann kannst du drauf gucken, was in der Parallelpartie passiert. Naja, also wenn Slowacko in der 80. Minute 2-0 führt gegen Partizan, dann dreut doch Nizza nicht mehr auf den Siegtreffer bei 1-1. Dann machen die doch hinten schön dicht und sagen, ja, macht ihr mal Kölner. Boah, ob das nicht zu sehr in die Hose gehen kann, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, aber so ein ist Angriff, also, eine Fall. Ja, aber du spielst doch nicht Halleluja, Spielfall, wenn du weißt, dass du mit einem Tor dann raus wirst. Mit einem Tor des Gegners. Ich finde das immer sehr, sehr schwierig, wenn du in diesem Abwartemodus bist, weil dass wir Tore machen können, das haben wir ja gezeigt. Ja, da sage ich gleich noch was zu den Toren machen. Und natürlich tun wir uns immer damit schwerer, wenn wir selber das Spiel gestalten müssen. Aber ein so ein Ding, das muss ja nur, kann ja nur eine Ecke, ein Kopfball, ein Elfmeter, ein Freistoß, irgendwas Reingemogeltes sein. Und
dann diesen Schalter wieder umzulegen, wenn du in diesem Verwaltungsmodus bist, boah, weiß ich nicht, ob das so einfach ist. Also ich glaube, dass bei der gerade beschriebenen Konstellation kein Team der Welt groß nach vorne spielen wird. Weiß ich nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der FC nicht nach vorne spielen wird. Ja, wir immer. Wir können gar nicht anders. Aber ich rede von Nizza. Wir müssen ja immer gewinnen. Für uns reicht ja gar kein Unentschieden. Ich rede von Nizza. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das bei denen im Hinterkopf so drin ist, weil ich denke mal, wenn das Spiel jetzt oder dieses zusätzliche Spiel oder die zusätzlichen Spiele in den nächsten Wochen wären, dann würden die da wahrscheinlich schon mehr Augenmerk drauflegen, aber das ist ja halt noch irgendwie 3-4 Monate hin. Ich glaube irgendwie nicht, dass die da so Wert drauflegen. Dem wird es in erster Linie, glaube ich, darum gehen, irgendwie halt mindestens halt das Unentschieden zu bekommen und einfach weiterzukommen. Ich hatte ja lange Zeit irgendwie bei denen so die Hoffnung, dass die den Wettbewerb gar nicht ernst nehmen. Zumindest sind sie lange Zeit so aufgetreten. Also wenn sie gewonnen haben, war das ja auch nicht sonderlich ruhmreich. Ich glaube, die haben ja in Slovačko auch bloß 1-0 gewonnen und dann auch durch so einen komischen Torwartfehler. Also so richtig mit Ruhm bekleckert haben sie sich ja generell auch nicht. Haben auch verloren gegen Slovačko das Rückspiel dann. Ja. Also, ja, ich weiß, es ist die Frage, ob die das so richtig ernst nehmen und wirklich unbedingt weiterkommen wollen. Ich weiß, aber jetzt haben sie halt gegen Partizan 2-1 gewonnen, was nur auch nicht so einfach ist. Ja, es war so ein Doppelschlag irgendwie innerhalb von 5 Minuten, 2 Tore. Haben erst hinten gelegen, glaube ich, mich zu erinnern. Oder, nee, hatten 1-0 geführt, dann den Ausgleich bekommen und dann aber ziemlich schnell das 2-1 hinterhergelegt. So war das. Auch noch ein 3-1 gemacht, das aber irgendwie vom Schiri wieder einkassiert wurde. Ja, wenn die wollen, können die schon. Ne? Das ist schon ein guter Kader. Haben wir auch am Wochenende jetzt gewonnen gegen den Tabellenvierten. Die haben wir schon mal nachgeschaut. Die haben doch irgendwie den dreifachen oder doppelten Marktwert von uns oder so. Ja, genau. Also wenn die wollen, können die. Aber Hoffenheim zum Beispiel hat auch den doppelten oder dreifachen Marktwert von uns. Und die haben wir ja trotz aller widrigen Umstände am Wochenende auch, sagen wir mal, an den Rand einer Niederlage gebracht. Aber ich greife jetzt mal so ein bisschen voraus. Ich habe bei dem Hoffenheim-Spiel so einen Gedanken gehabt. Können wir Tore hinten raus erzwingen? Haben wir das schon mal gemacht diese Saison? Ich rede jetzt nicht von einem 3-0 hier, Kingsley Schindler gegen Verherber, sondern irgendein Siegtor oder ein wichtiges Tor oder sowas. Wir haben, glaube ich, gar nicht so wenig Tore in der letzten Viertelstunde erzielt. Ist das wirklich so? Ja. Kann man das statistisch irgendwie verifizieren? Oh, hat das nicht der Zone-Typ gesagt, dass der FC und Hoffenheim irgendwie mit 4 und mit 6 Toren in der letzten Viertelstunde irgendwie waren? Weiß ich nicht. Wobei es 4 auch nicht so viel wäre. Ich weiß gar nicht, wo man sowas recherchiert. Also ich würde auch eher sagen, dass wir, wenn wir jetzt wirklich unbedingt müssen und irgendwie einen Rückstand hinterherlaufen und unbedingt irgendwie ein Tor schießen müssen, dass wir uns da wirklich sehr, sehr schwer tun und uns die Zähne ausbeißen. Also das war im Hinspiel gegen Verherber so. Das war dann halt gegen Belgrad so. Zweimal gegen Belgrad. Also klar, ich weiß jetzt auch nicht, wie es um die Fähigkeiten jetzt von Nizza da bestellt ist, ob die jetzt auch so Beton anrühren können und das auch so gut verteidigen können, wie es halt Partizan gemacht hat. Bei Partizan war es ja fast schon auf dem Niveau wie Union Berlin. Also wenn man gegen die einmal zurückliegt, ist es schon wahnsinnig schwer, da irgendwie wieder reinzukommen ins Spiel. Ja, definitiv. Was ich mir denke, ist, man müsste halt irgendwie versuchen, dass du so einen kleinen, wuseligen, schnellen Linden Meiner irgendwie gegen den 793-jährigen Dantsch heißt er, glaube ich, Dantsch, ins Duell kriegst und nicht gegen Tolibo. Tolibo kann in Speed vielleicht mitgehen, aber bei Dantsch würde ich mal sagen, da wird das schon ein bisschen enger. Vielleicht ist sogar meine Überlegung, das wird Baumgart nicht tun, weil ich weiß ja nur auch, wie Baumgart tickt nach ein paar Jahren hier bei uns oder anderthalb Jahren. Aber vielleicht müssen wir sogar überlegen, dass du deinen Sturm gar nicht mit irgendeinem Kühlschrank bestückst, also Tigges oder Dietz, sondern direkt die beiden Schnellen dahin stellst. Also sprich Meiner und Adamian oder wenn er fit sein sollte, sogar Thielmann, wobei der vielleicht eher eine Einwechseloption wäre nach langer Krankheit. Ist das vielleicht eine Idee, dass man das versucht, irgendwie Dante ins Laufen zu kriegen? Dantsch.
bin mir da gar nicht so sicher, ob du nicht trotzdem ein, also Deeds und Tigges sind ja nicht nur Anspielstationen im 16er, sondern was die ja tatsächlich auch immer häufiger machen, ist also dieses hohe Anspiel irgendwie an der Mittellinie, Ball annehmen, Ball sichern, Ball wieder nach hinten abgeben. Also dieses typische Wandspieler, diesen typischen Wandspieler haben. Und den kannst du natürlich mit Meiner und aber auch mit Adamian hast du den nicht. Und damit fehlt dir einer in unserem klassischen Spielaufbau. Deswegen glaube ich nicht, dass er auf beide verzichten wird. Ja, also ich glaube, Dietz fällt ja sowieso aus, ne? Der ist ja keine Option. Dann wäre es ja quasi nur Tigges. Ja. Ja, vielleicht musst du halt trotzdem irgendwie gucken, dass sich Tigges mehr an Todibo orientiert und du irgendwie halt immer Meiner in diese Duelle gegen Dant schickst. Ich glaube, da hast du unterm Strich mehr von. Hat man ja gesehen, was der am Wochenende mit diesem Nsocki von Hoffenheim gemacht hat. Ja, klar. Ja, natürlich solltest du dir tendenziell den Spieler suchen, wo du am schnellsten den überlaufen kannst, aber Ja, machen die bei uns ja auch alle mit Benno Schmitz immer, ne? Dass da immer die ja, Schnellen ne? gegen Benno gestellt werden. Naja. Aber bin tatsächlich gespannt, wie dieses Spiel wird. Ich kann es noch gar nicht greifen. Das kann ganz böse in die Hose gehen, kann aber auch richtig gut werden. Ich tue mich da wirklich sehr, sehr schwer mit einer Einschätzung. Stellt mal auf, Also liebe ich Freunde, stellt mal auf. glaube, das ist glaube ich, weniger die Aufstellung. Natürlich hoffe ich, dass jetzt von unseren Spielern, jetzt wie Hector oder Skiri, dass die irgendwie fit werden. Aber ich glaube, es wird irgendwie bloß darüber gehen, dass man die wirklich irgendwie über die Einstellung halt auffrisst und dass man halt, ich hoffe, dass man halt mit dem Stadion irgendwie eine besondere Atmosphäre erzeugen kann und da irgendwie in einen Lauf kommt. Dass es irgendwie fast schon egal ist, wer spielt und dass wir die irgendwie auffressen, weil natürlich eigentlich, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, der Kaderwert ist irgendwie doppelt oder dreifach so hoch wie unserer. Von der Einzelqualität her sind die der klare Favorit, aber wir müssen denen irgendwie von der ersten Minute an auch mit dem Publikum auf den Sack gehen. Und da würde ich mir einfach auch wünschen, dass es einfach mal konsequent so ist, dass der Gegner einfach bei jedem Ballbesitz ausgepfiffen wird und jeder Ballgewinn frenetisch bejubelt wird, so dass man denen einfach von Anfang an, von der ersten Minute an zeigt, so hier, Freunde, hier bekommt ihr heute überhaupt gar nichts geschenkt. Und dann irgendwie werden wir schon zu unseren Möglichkeiten kommen und ja, dann hoffen wir mal, dass es gelingt. Also ich finde, die Aufstellung kann man derzeit sowieso bloß raten, aufgrund unseres Lazaretts und da gibt es ja bei vielen Personalien irgendwie. Da kann ich so gar nichts sagen, weil Uth, der spielt mal irgendwie hier eine Viertelstunde, dann heißt es, ja, die Verletzung ist doch wieder aufgetreten. Ich finde, man kann derzeit überhaupt gar nicht sagen, mit wem wir da überhaupt spielen können am Donnerstag. Ja, natürlich hat hier der Skynet1 im Chat auch recht, wenn er sagt, dass wir zu viele Chancen verballern, weil wir nicht effizient genug sind. Sehe ich genauso. Wir können aber trotzdem mal überlegen, wen würdet ihr denn in die Innenverteidigung stellen? Kilian und Hübers oder kriegt Soldo die weitere Chance? Der war bis jetzt ja Mr. Europapokal quasi. Tue ich mich halt auch schwer. Also ich Das ist auch glaube, schwer. Timo Hübers ist der Gesetzte und ich könnte mir vorstellen, dass Luka Kilian neben ihm spielt. Hübers war Glaube auch ich gut gegen auch. Slowacko, muss man sagen. Ja, ich glaube dann auch eher Kilian. Also für Soldo spricht meines Erachtens, dass er sich irgendwie, wenn er denn in den Zweikampf kommt, da werden wir, glaube ich, bei Hoffenheim auch drüber sprechen, dass ihm die Geschwindigkeit abgeht. Aber dass er sich denn doch im Zweikampf, wenn er denn drin ist, derzeit deutlich geschickter anstellt als Kilian. Aber und Kilian hat dann halt schon eine etwas andere Geschwindigkeit. Das ist natürlich die Frage, was man jetzt eher braucht in dem Spiel. Ja, ich glaube, dass Baumgart, das hat das Slowacko-Spiel auch gezeigt, den Wettbewerb jetzt doch anfängt ernst zu nehmen und das Weiterkommen also so sicher wie möglich hinbekommen will, sich vielleicht auch nicht der Kritik stellen will, dass das wieder rausrotiert hätte. Deswegen wird er, glaube ich, die sicherere Variante oder die
etabliertere Variante Hübers und Kilian spielen lassen. Glaube ich auch. Und rechts, Benno oder den King? Also ich wäre für Schindler. Ich finde, der macht es. Ich wollte sagen, ich finde Schindler aktuell auch stärker. Ja. Ja, also Benno wird leider wieder der Benno, den wir von früher kannten, ne? Von vor Baumgart. Auch die Flanken finden kaum noch ihr Ziel. Vielleicht auch deshalb, weil Tigges hat leider eh keinen guten Offensivkopfball. Tut mir leid. Also für 1,93 gewinnt der kaum mal ein Kopfballduell gegen Innenverteidiger. Ich glaube, da ist Dietz sogar ein Stück weiter im Kopfballduell. Aber Dietz fehlt so ein bisschen dieser Torjägerinstinkt oder Riecher, den halt Modest so wunderbar hatte, dass der die Flanken auch einfach antizipieren konnte und damit auch automatisch jeden Flankengeber besser gemacht hat. Deswegen glaube ich würde auch für den King plädieren, auch weil der ja doch ein bisschen mehr Speed auf den Platz bringt und damit auch vielleicht ein bisschen mitgehen kann, wenn da von Nizza irgendein schneller Flügelflitzer kommt. Ja. Und der hat es im Hinspiel auch sehr gut gemacht, fand ich. Ich finde, Kingsley Schindler ist aktuell gerade so diese Zwitterrolle offensiv, defensiv am besten einnimmt, ja. Ja, und du musst ja auch gewinnen, das Spiel, also musst ja auch ein bisschen, bisschen ins Risiko gehen, ein bisschen offensiver sein, ja, ja. Und ja, wenn du vielleicht ihn und meiner in so einem 4-2-3-1 auf rechts stellst, hast du doch schon eine recht schnelle rechte Seite, muss man sagen. Da kann die Linke nicht ganz so mithalten mit Pedersen und Kilian, also vorausgesetzt, dass Hector nicht fit wird. Wenn Hector nicht spielt. Ja, wenn Hector nicht spielt. Selbst wenn Hector spielen würde, wäre er ja auch nicht schnell. Also Hector hat viele, viele Qualitäten, aber die Endgeschwindigkeit ist es nicht. Ja, aber ist ja okay. Also reicht ja, wenn du irgendwie schaffst, Linden Meiner immer in diese Sprintduelle zu kriegen. Wobei ich aber auch sage, ich würde ihn sogar lieber in der Sturmmitte neben dem starken Stürmer sehen, als in so einem 4-2-3-1 auf dem Flügel. Ich glaube, der ist wichtiger näher zum Tor, der Linden. Ja. Steht und die Frage ist halt, spielst du mit einem Sechser oder mit zwei Sechsern? Ich finde nämlich, wir haben im Hinspiel gegen Nizza mit zwei Sechsern deutlich stabiler gestanden. In der ersten Halbzeit, in der zweiten auch nicht mehr. Genau, in der ersten Halbzeit und ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass Skiri mit Maske spielen wird. Bin ich felsenfest von überzeugt. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass dann Martel mit Skiri die Doppel-Sechs bilden. Und ja. Ja, ich glaube sogar eher, wir spielen mit einer Sechs. Also ich glaube, wir spielen, ich glaube, wir spielen dieses 4-2-2-2, was Baumgart jetzt mal ausgepackt hat. Also du hast dann Skiri und Martel auf der Doppel-Sechs. Und dann halt zwei so Achter, Zehner. Also vielleicht wirklich Duda, weil der gerade Aufwind hat. Und Huso. Nee, kann nicht sein. Kainz muss ja spielen. Also Duda und Kainz. Und dann im Sturm halt wirklich Tigges plus Meiner. Ja, fände ich derzeit die stärkste Elf. Ja. Ja, und die würde auch mit der stärksten Elf ins Rennen gehen und nicht sagen, wir brauchen gegen Freiburg mehr Punkte, als dass wir da gegen Nizza weiterkommen müssen. Nein. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wenn du das jetzt wirklich abschenkst, also man sollte doch, es ist ein Spiel, du musst in diesem Spiel alles, also du kannst jetzt nicht den Fans immer erzählen, ja, wir hauen in jedem Spiel alles raus, und dann machst du es nicht. Also ich will einfach, wenn man das am Ende verliert, weil Nizza die bessere Mannschaft war, ja, dann nimmt das jeder von uns hin und sagt, Mensch, schade, hat am Ende nicht gereicht. Da kann man sich wahrscheinlich darüber ärgern, dass man beide Spiele gegen Belgrad verloren hat. Ja, Unentschieden hätte gereicht und die ganze Lage sähe ganz anders aus. Ja. Ja. Oh, so bitter. Ja, und gerade dieses 1-0. Deswegen bin ich einfach mal vorsichtig gespannt, wie man das angehen wird. Ich bin aber tatsächlich frohen Mutes, dass man eben genauso das angehen wird, wie wir uns das schon so ein bisschen vorstellen, dass man sagt, okay, pass auf, wir machen das so, wir haben dann einen Gegner, den man unter Druck setzen will und dann Volldampf.
Ja, also ich glaube, was anderes kann die Mannschaft ja auch gar nicht. Also ich glaube, wir sind nicht Union Berlin, die irgendwie in so einem Verwaltungsmodus spielen können und dann kommt halt vorne irgendwie eine Ecke, die dann da reingeht. Das sind wir nicht, das ist nicht unsere DNA. Das ist auch nicht das, was Baumgart sehen will. Der will ja diesen Powerfußball. Wir haben ja jetzt gegen Hoffenheim gezeigt, dass wir auch mal in so einer abwartenden Position spielen können und dann durch Konter gefährlich werden können. Aber trotzdem ist die Intensität einfach immer hoch bei uns. Und alles andere kriegst du ja noch gar nicht jetzt irgendwie aus dem Gehirn raus bezogen für dieses Spiel. Und du hättest ja auch, glaube ich, gegen Slowacko anders gespielt, wenn du vorhast, gegen Nizza jetzt abzuschenken. Macht ja keinen Sinn, dann Slowacko diesen Höllenritt da zu machen, um dann jetzt gegen Nizza zu sagen, puh, da spielt jetzt aber hier der Georg Strauch und der Riyad Smajic. Nee. Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube im Nachhinein, ich glaube Baumgart wird das auch nicht zugeben, aber im Nachhinein denke ich auch, dass er das einsieht, dass das beim Heimspiel gegen Partizan auch nicht gerade die beste Idee war. Ja, also ich glaube fast. Ein bisschen Rotation ist schön und gut, aber im Prinzip, ich glaube, abgesehen von Kainz und Schwebe hat er denn in dem Spiel nahezu ja alle unserer Schlüsselspieler irgendwie auf die Bank gesetzt und das würde er nicht nochmal machen. Ja, ich glaube fast, Baumgart hat einen Friedhelm Funkel gemacht. Er hat gesagt, Hertha ist scheißegal, wir gewinnen gegen Schalke am letzten Spieltag. Das Hinspiel gegen Kiel ist scheißegal, wir gewinnen im Rückspiel. Ich glaube, das hat er sich mit Absicht vorgenommen. Er hat gesagt, hier die beiden Spiele gegen Slowacko und Nizza werden entscheidend sein. Ich will da meine beste Elf möglichst ausgeruht haben und hat gegen Belgrad wirklich die Rotationsmaschine angeworfen. Zum Nachteil leider des Ergebnisses. Wenn wir am Donnerstag gewinnen sollten, dann juckt das am Ende keinen mehr. Dann hat er alles richtig gemacht. Bist du weitergekommen in einer ausgeglichenen Gruppe, ja, wo man von vornherein gesagt hat, Nizza ist der klare Favorit und es entscheidet sich so ein bisschen zwischen Belgrad und uns. Und wir haben gegen Belgrad zweimal nicht gut ausgesehen und demnach müssen wir jetzt gucken, dass wir am letzten Spieltag das irgendwie wieder rumreißen. Und ich sehe uns nicht chancenlos, dass das jetzt kein schönes Auslaufen im Badelatschen wird, sollte uns allen bewusst sein, ja. Aber ist ja auch irgendwie geil, oder? Du hast ein Flutlichtspiel im eigenen Stadion und es geht halt um alles oder nichts, all or nothing. Du musst gewinnen, ja, ne? Also 0-0 reicht dir halt nicht oder irgendwie, keine Ahnung, 2-2. Du musst gewinnen. Du hast die historische Chance seit 30 Jahren zum ersten Mal in Europa zu überwintern. Das nächste Spiel kommt erst im Februar irgendwann. Also, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Das ist so. Ja, dafür spielt man Fußball. Wir würden jetzt, glaube ich, um die Phrasenmaschine mal so richtig anzuwerfen, dafür ist man da. Also ich finde es auch Quatsch, was manche da immer so sagen. Ja, dann schenkt das doch ab und konzentriert euch auf die Liga. Ist alles schön und gut. Die Bundesliga ist sicherlich alles in allem das Wichtigste. Aber wenn ich diesen Wettbewerb denn so abschenke, dann frage ich mich ja, wofür spielen wir denn überhaupt? Ja. Warum reiße ich mir denn eine Saison lang den Arsch auf und feiere es, dass wir es in den Europapokal schaffen, um dann die Möglichkeiten, die man dann hat, eventuell irgendwie fahrlässig wegzuwerfen? Also wenn, dann muss man die Chance auch nutzen und meines Erachtens kann es dann auch einfach auch einen Schub geben, auch für die Bundesliga. Also unsere jungen Spieler lernen dann mit jedem Spiel relativ viel und das kann uns nur weiterbringen und dementsprechend kann ich das immer nicht verstehen, wenn manche dann einfach das so kleinreden irgendwie auch den Wettbewerb. Also ich bin halt, für mich ist es immer weiterhin noch das Größte überhaupt. Also ich hatte nicht das Glück, aufgewachsen zu sein, dass in einer Zeit, in dem der FC quasi jedes Jahr Europapokal spielt und auch hier und da mal irgendwie ins Halbfinale kommt, sondern für mich ist quasi jedes Europapokalspiel, ob es jetzt gegen Slowacko ist oder gegen Nizza oder Arsenal, ist für mich ein Feiertag. Und da erwarte ich dann halt schon, dass der FC auch dementsprechend auftritt. Und man sieht ja halt auch, dass unsere Fangemeinde das halt auch so sieht, dass es denen halt wahnsinnig viel bedeutet. Und finde ich halt immer wieder schade, wie das versucht wird, von manchen irgendwie so kleinzureden. Sehe ich genauso. Jasemat wirft im Chat noch ein, dass er hofft, dass Baumgart mal ein Finalspiel gewinnt. Ja gut, hat er ja mit Verherwa. Ne? Verherwa war ja auch ein Finalspiel, das er dann
unterm Strich gut mit 3-0 gewonnen haben, wenn auch glücklich, weil da wieder auch ein 2-1 hätte fallen können vorher, aber ist halt so, wie es ist. Wir haben schon mal ein Finalspiel mit Baumgart gewonnen und ja, offenbar ist der Fluch jetzt gebrochen, ist der Finalfluch. Ja. Marco, du hast Fragen vorbereitet. Ich habe Fragen vorbereitet zum OGC Nizza. Frage 1, wie viele französischstämmige oder nationalitätenangehörige Spieler hat denn der OGC Nizza in Prozent in seinem Kader? Alter, ich habe keine Ahnung. A, sind es A, 37, B, 42 oder C, 55? Und wenn ihr wissen wollt, der Vergleich zum FC, der FC hat 67% deutsche Spieler in seinem Kader. Hätte ich sogar fast mehr gedacht. Aber gut, wir haben viele Österreicher, das stimmt. Ja. Also Französisch heißt für dich, Leute, die doppelte Staatsbürgerschaft haben, werden da auch mit. Ja, die eine französische Staatsbürgerschaft haben. Ja. Also auch wenn sie nicht für Frankreich Fußball spielen dürfen, Nationalmannschaft, sondern vielleicht für Suriname oder so, wären sie trotzdem für dich jetzt ein Franzose. Nee, wenn sie für... Ja, also ich habe es jetzt daran abgebildet, ob sie für die französische Nationalmannschaft eingesetzt werden können. Ich, also okay. Zum Beispiel als Beispiel, einen Algerier habe ich als Algerier. Okay. Also in dem Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Sally für dich ein Türke und kein Deutscher. So. Ja, genau. Ja, genau. Okay. Genau. Gut, genau. Habe ich das verstanden. Also ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich stoche jetzt komplett im Nebel. Aber ich weiß, dass die im Radio so eine Quote haben, wie viele Songs französisch sein müssen, die pro Tag spielen. Vielleicht haben die sowas auch in ihren Teams, dass X-Spieler da halt für den Verband... Ja, weiß ich auch nicht, aber das ist mein einziger Anhaltspunkt zu sagen, vielleicht haben die irgendwie so eine Quotenregelung, weil die sind ja so ein bisschen, wie nenne ich das jetzt mal freundlich, patriotischer als wir, dass da X-Spieler halt eben Fußballfranzosen sein müssen. Dann würde ich sagen über 50%. Und da war, glaube ich, nur eine Zahl von 55. Über 50. Also ich sage nochmal die Zahlen. 37, ja. 42 oder 55. Kommt mir aber auch viel vor. Ich kann mich da an gar keine Franzosen erinnern. Todi Bo ist Franzose, das weiß ich. Aber boah, danach wird schon eng. Die Spieler, die mir einfallen würden. Thuram ist Franzose. Der darf, glaube ich, auch für die spielen. Ich glaube, der Stürmer, der den Elfmeter reingemacht hat, Dabord. Ja. Das sind ja Leute, da weiß ich nicht, ob die wirklich für Frankreich spielen dürfen oder vielleicht doch irgendwie, ob die für das Land von Mama oder Papa spielen oder so. Mhm. Ja. Hast du irgendeinen Tipp, Christian? Was würdest du nehmen? Was ist dein Bauchgefühl? Ich glaube, ich würde 42% sagen. Die goldene Mitte? Ja. Ja, komm, nehmen wir 42. Es wäre egal gewesen, es ist beides falsch. Es ist 37%. Okay, also keine Quote anscheinend. Genau. 10 aus 27 Spielern haben einen französischen Pass in Anführungsstrichen. Ich weiß, Algerier oder Leute von der Elfenbeinküste können auch einen französischen Pass dazu haben. Aber ich habe tatsächlich Spieler genommen, die für ihr Land dann dementsprechend auflaufen. Zum Beispiel Andy Delors ist französisch-algerischer Nation, also so wie Sali, ne? Also Deutsch-Türke, Algerisch, Französisch, hat aber den Hauptpass Algerisch. Ja. Gilt als Algerier sozusagen. Hast du die Franzosen auf dem Schirm? Also hast du eine Liste offen, wo die stehen oder so? Ja, Gaëtan Laborde, das habt ihr recht, das ist der Bilal Brahimi. Mhm, ja, Brahimi. Lucas da Cunha, Baredine Bouanami, Alexis Becker, Thuram, Sofiane Diop, Morgan Schneiderlein. Der ist doch Holländer, oder? Ist Franzose. Echt? Habe ich immer als Holländer abgespeichert? Okay. Ich auch. Ich habe tatsächlich der hat hier, glaube ich, mal bei Man U oder so oder Everton oder so auf jeden Fall in England gespielt. Ich habe auch immer gedacht, der wäre Holländer oder Belgier oder sowas. Nein, ist Franzose. Ach, krass. Melvin Barth und Todibo. Und das war's. Okay. Das sind also tatsächlich gar nicht so viele.
Ja, bestimmt Franzosen, wobei man das Thema Algerien natürlich da nicht rausnehmen darf, weil die haben 1, 2, 3, 4 Algerier in ihren Reihen. Ich glaube auch, dass deswegen zum Beispiel aus Giri heiß sein wird, dieses Spiel zu machen. Jetzt nicht wegen Algerien, sondern halt wegen Frankreich. Und da auch, glaube ich, lieber mit Maske aufläuft als gar nicht, weil geht ja auch so ein bisschen um Nationalehre für ihn. Ja. Hat er ja lange gespielt in Frankreich. Genau. Ja. Auch französischsprachig und so, genau. Übrigens, bei uns in der Mannschaft müssen wir mal die Quote ausrechnen der Spieler, die Deutsch als Muttersprache haben. Ich glaube, die geht fast Richtung 95% bei uns. Viel wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Also das sind fast nur Dudas, Giri, Dudas, Giri und sonst fällt mir schon kein zweiter ein, der nicht mit irgendeiner deutschen Variante als Muttersprache unterwegs ist. Limnios? Ja, gut. Ja. Anderson kann es dann auch mitzählen. Sebastian klar. Anderson, genau. Anderson, Limnios und Duda und Skiri, ja. Und Skiri sind 4, ne? Ja, und Pedersen. Also. Gut, Pedersen stimmt, 5. Aber 5 von, was werden wir haben? 28 oder so mit den Verletzten? 31. Merkst du schon, die legen da in der Transferpolitik nur schon Wert drauf, dass alle zumindest Deutsch bestenfalls verstehen, idealerweise sprechen. Ich gehe davon aus, dass du da nach 8 Jahren in Deutschland auch ein bisschen was verstehen wird. Auch wenn er es halt nicht spricht, sondern immer Englisch spricht, warum auch immer. Und Skiri, glaube ich, ist eh so ein ganz, ganz kluger. Ich glaube, der versteht alles, was du dem sagst, auf Deutsch. Das könnte ich auch mal verstehen. Ja, und Pedersen als Däne wird da auch eine ganze Menge. Ja, der kann ja auch Deutsch sprechen. Ja. So, kommen wir jetzt zur Frage 2. Also erst hast du ja schon wieder erfolgreich nicht geschafft. Ja. Freut mich für unsere... Spenden. Nee, das freut dich ganz persönlich, dass ich bezahlen muss. Freut mich ganz persönlich immer. Wann oder hat denn der OGC Nizza jemals vorher international für den FC oder gegen den FC gespielt? Und wenn ja, wann? Also, hat der OGC Nizza jemals gegen den FC schon mal vorher international gespielt? Und wenn ja, wann? Antwort A, nein, niemals zuvor. B, in der Saison 73-74 und in der Saison 82-83. Also offensichtlich haben wir maximal einmal gegen die gespielt. Einmal oder nullmal? Das letzte Mal. Also. Ach so, letzte Mal. Ach so. Letzte Mal. Letzte Mal, verstehe. Und du zählst jetzt nur den OGC Nizza oder auch deren Vorgängervereine? Den OGC Nizza. Gibt es ja gar nicht so lange, dass der schon in den also, Sozialen hätte spielen können. Das erste Mal international haben sie gespielt, 56-57. Ja, aber nicht als Nizza, sondern ja, als aber, Jim Dingsbums da. Ja, war. Genau. Jim. Aber das würdest du mitzählen quasi. Das nehme ich mit dazu, ja. Okay. Ah. Als Jim Club Denis. Ja, ja, ja. Okay, dann verstehe ich. Ich habe im Hinterkopf, dass dem so ist, aber... Also ich bin mir sicher, wir haben schon mal gegen sie gespielt. Ich weiß auch, glaube ich, das Ergebnis. Wir haben das Heimspiel 4-0 gewonnen und haben auswärts 1-0 verloren. Ja. Oder ich verwechsel das jetzt mit Partizan, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber ich meine auch letztens in dem Podcast von dem Ralf Friedrichs gehört zu haben, dass wir schon mal gegen die gespielt haben. Aber ich habe die Jahreszahl jetzt irgendwie vergessen. Was waren die, 76 und 83 oder was? 73, also in der Saison 73-74 oder 82-83. Also ich sag auch, dass wir ja schon mal gegen die gespielt haben. Das heißt, ihr habt einen 50-50-Joker. Ich nehme das 80er-Ding. 82-83? Ja. Leider falsch. Schade. Und das, was sehr schade ist, dass der Christian tatsächlich die richtige Lösung mit 4-0 Sieg und 1-0 Niederlage gesagt hat. Also 70er. In der Saison 73-74 haben wir in der dritten Runde des UEFA-Pokals gegen die gespielt und das Hinspiel 4-0 gewonnen und das Rückspiel 1-0 verloren und sind, das war in der dritten Runde, also im Achtelfinale sozusagen, haben wir gegen die noch gewonnen und sind in der Runde danach gegen Tottenham Hotspurs rausgeflogen. Das habe ich sogar gesehen auf YouTube, das Spiel gegen Tottenham. Ja. Aber leider nicht gewusst, gegen wen da vorher sich qualifiziert wurde. Naja, letzte Frage. Noch habe ich die Chance, hier meine Ehre letzte zu Frage, sagen. Genau. Wann
oder was und wann war der letzte Titel des OGC Nizza national? 1962, 1997 oder 2002? Also wann haben die letztmalig einen Titel gewonnen? Und da würde jetzt auch Pokal, nationaler Pokal. Nationaler Pokal, nationaler Liga, also nationaler. Ja, die haben halt sogar zwei Pokalwettbewerbe. Genau. Das Schlimme ist, ich habe es heute noch gelesen und weiß es schon wieder nicht mehr. Also ich würde tatsächlich alle Pokalwettbewerbe, also Hauptsache national. Also von mir aus international spielt aber da keine Rolle, weil sie noch keinen internationalen Titel gewonnen haben. Das kann ich dir sagen. Ist richtig. Halbfinale haben sie mal geschafft. Die sind Pokalsieger geworden. Ich habe das, wie gesagt, heute nochmal gelesen. Das ist richtig. Das kann ich dir sagen. Sie sind Pokalsieger geworden. Ja, ich bin ganz, ganz schlecht darin, mir Zahlen zu merken. Deswegen stellt der Marco hier dauernd Zahlenfragen. Das weiß der wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Aber ich gut zu wissen für die tatsächlich Frage. Eine Form der Dyskalkulie, sowas wie Dyslexie nur mit Zahlen halt. Sogar tatsächlich attestiert. Deswegen zählen alle meine falschen Antworten hier nicht. Ne? Mein Psychologe schickt dir einen Attest. Mein Hinterkopf, der bei sowas immer falsch ist, sagt 90er. Ich glaube, das, was hast du für eine Zahl gesagt? 91 oder was? 97. Also 92, 97 oder 2002. Ich sag 97. Das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Juhu. Wisst ihr denn den Fun Fact dieses Pokalgewinns? Sie sind in dem gleichen Jahr abgestiegen. Also haben sie einen Nürnberg gebaut. Sie haben einen Nürnberg gebaut. Sie haben den Pokal gewonnen, sind aber in der Saison 1997 abgestiegen. Ja. Und die anderen Titel davor sind alle deutlich, deutlich früher. Mhm. Das letzte Mal Meister 1959, das letzte Mal davor Pokalsieger 1954. Okay. Aber also die 50er, das war deren Jahr. 51 Meister, 52 Meister, 56 Meister, 59 Meister und 52 und 54 den Pokal geholt. Das genau. Wie gesagt, habe ich nur gelesen, aber mir nicht im Detail merken können, aber scheinbar was im Hinterkopf drin. Der Bergbeutel schreibt noch Soldo als Spieler, der glaube ich nicht deutschsprachig sein soll. Der ist in Stuttgart geboren. Soldo ist in Stuttgart geboren. Ich glaube, der spricht tatsächlich sogar Deutsch. Der spricht perfektes Deutsch. Also so ein bisschen Akzent, weil er länger nicht mehr hier gewohnt hat, aber der ist in Stuttgart geboren, hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Der ist raus, weil Papa ja lange genug hier gelebt hat, dass er hier auch Kinder gekriegt hat. Ja, also ich glaube auch, dass Soldo wahrscheinlich zumindest Brocken oder zumindest nein, Deutsch nein, versteht. Ganz normal, hat er nicht sogar Deutsch ein Interview gegeben? Ja, ja, klar, das erste Interview direkt war auf Deutsch. Ja, also, ja. Der spricht gerade, der ist hier geboren, der ist Deutscher. Also klar spricht er Deutsch, ja. Natürlich. Der ist halt nur länger Zeit nicht da gewesen, war so ein bisschen eingerostet oder so, aber ja. Der spricht Deutsch. Nee, aber Soldo hat keine deutsche Staatsbürgerschaft, oder? Der ist in Stuttgart geboren. Das heißt, ich sage mir nichts über die Staatsbürgerschaft aus, das weiß ich, aber. Nationalität Kroatien. Ja, aber er ist trotzdem in Stuttgart geboren, das sage ich ja nicht. Ja, okay, ja. Geschenkt. Nicht wie Amerika, wo du, wenn du da geboren wirst, automatisch ja, ja. Das dann hast. Ja, genau. Übrigens, der ist 21, ne? Manchmal vergesse ich, wie jung die alle sind. Ne? Unsere Doppel-6 am Sonntag gegen Hoffenheim war zusammen jünger, als wir beiden einzeln wären. Das ist traurig. Das ist beängstigend, das stimmt. Ja, ja, ja. Das wäre eigentlich eine schöne Überleitung jetzt in das Hoffenheim-Segment und damit in die Bundesliga. Gerne. Ja, genau. Also der FC trotzt einen relativ schwachen Hoffenheimern, wie ich finde. Sagt der Können wir bitte einmal über die mögliche Verlegung sprechen? Ja, trotz relativ schwachen Hoffenheimern ein 1:1 ab in einem Spiel, das vielleicht gar nicht hätte zu diesem Zeitpunkt stattfinden sollen, weil die Regenerationszeit, also die Zeit zwischen Abpfiff und Anpfiff betrug nur knapp 53 Stunden, pardon. Die UEFA schreibt 48 Stunden zwischen Abpfiff und Anpfiff vor. Insofern war das zumindest konform mit den Regularien. Aber natürlich waren die Jungs ja noch in Tschechien und waren irgendwie 1000 irgendwann Kilometer von zu Hause entfernt, mussten die Rückreise antreten. Also im Endeffekt sind die, glaube ich, aus dem Bus ausgestiegen, haben geschlafen, haben ein bisschen Auslaufen gemacht und sind dann quasi ins Aufwärmtraining vor Hoffenheim gegangen. Da war nichts mit Regeneration, da war nichts mit sich vorbereiten auf den Gegner oder sowas.
Da kamen einige Verletzte hinzu, also eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Situation. Ich, Klammer auf, nimm mal vorweg, ich finde, wir haben sie sehr gut gemeistert, Klammer zu. Aber ich glaube, deine Frage war ja eher, hätte die DFL dieses Spiel verlegen sollen? Und da bin ich mal bei eurer Meinung jetzt interessiert. Ich glaube, wenn wir der erste FC Bayern, also der FC Bayern München gewesen wären, wäre das Spiel verlegt worden, ja. Ja, oder wenn Hoffenheim die Mannschaft mit den 52 Stunden Bremen-Zeit gewesen wäre. Ja. Da wäre persönlich einer von der DFL dahin gefahren nach Sinsheim, hätte dem Herrn Hopp so einen Umschlag gegeben, wo die neue Anschlusszeit drin stand. Einfach so ein Blankofeld gewesen, wo der es hätte eintragen können, die Anschlusszeit. Und für Red Bull auch. Wahrscheinlich, ja. Und de facto haben sie es auch verlegt. Und zwar war das die Partie Frankfurt gegen Werder Bremen. Da wurde bei Frankfurt irgendwas verschoben, auch wegen Naturgewalten. War das nicht dieser Sturm gegen Braga oder so? Das war ein Sturm, genau. Jetzt die Mannschaft weiß ich nicht mehr, ob das Braga war oder wer, keine Ahnung. Salzburg. Ach, genau, Red Bull. Salzburg. Das andere Red Bull, ja. Die sind ja der FC Salzburg in der Europa League. Ja, die konnte ich nicht. Haben nichts miteinander zu tun auch, ne? Nee, keine. Nicht verwandt oder verschwägert. Auf jeden Fall waren da halt zwischen Abpfiff und Anpfiff genau 48 Stunden. Mhm. Wenn das Spiel gegen Bremen stattgefunden hätte. Also hätte es streng genommen auch nicht diesen Regularien widersprochen. So ein bisschen verstehe ich schon die Argumentation zu sagen, gut, das ist ein Massenevent mit 50.000 Leuten. Gibt auch bestimmt Leute, die vielleicht irgendwie sich Urlaub genommen haben, weil der Montag vielleicht für sie dann ein Brückentag gewesen wäre oder so, die da anreisen wollen, die dann auch ein bisschen in die Röhre geschaut hätten. Kann ich verstehen. Aber, also der Termin, der im Raum stand, war der 18.01. Bis dahin wird die Stadt Köln das schon schaffen, nochmal Sicherheitsleute dahin zu karren, nach Köln-Müngersdorf. Da gehe ich schon von aus. Da sind meines Wissens auch keine anderen Großveranstaltungen an dem Tag. Ich kann mir vorstellen, dass die DFL dagegen war gegen den 18.01., weil das wäre vor dem offiziellen Auftaktspiel der Rückrunde gewesen, das ja Bayern gegen Frankfurt lauten muss oder soll oder darf, wie auch immer. Und deshalb glaube ich, dass die da halt nicht ihre eigene Veranstaltung verwässern wollten, weil ja diese Auftaktspiele immer im Free-TV laufen und dann singt da Helene Fischer und weiß der Geier was und Pyro und keine Ahnung. Also Feuerwerk, nicht Pyro. Das, glaube ich, spielt da schon eine Rolle. Und ich sage jetzt, wie es ist. Die DFL beweist für mich, und das aber auch schon in der Corona-Zeit, mit Dynamo Dresden damals, auch selbst mit Holstein Kiel, wovon wir profitiert haben, dass denen die Sportler als Menschen scheißegal sind. Scheißegal. Das sind keine Menschen mit menschlichen Bedürfnissen. Das ist denen scheißegal, ob sich da einer einen Muskelbündelriss holt oder irgendwas, weil er überbelastet ist oder weil da der Säuregehalt im Blut zu hoch ist oder irgendwas. Das sind Entertainment-Maschinen. Und wenn du da dein 5-Euro-Stück reinwirfst, dann sollen die anfangen zu tanzen oder in dem Fall halt Fußball zu spielen. Und das hat zu einem gewissen festgelegten Rahmen zu passieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bricht da dein ganzes Weltbild zusammen. Deswegen wurden ja auch irgendwelche Geisterspiele in Corona mit 3 Tagen Regenerationszeit durchgepeitscht, wo dann wirklich das letzte Aufgebot von Dynamo Dresden da spielen musste und die dann halt da wirklich abgestiegen sind. Deswegen, wir haben alle noch das Interview von Chris Löwe im Hinterkopf, der fast geheult hat, weil er da so überbelastet war. Ich finde scheiße, was wäre denn für einen Zacken aus der Krone gesprungen, wenn sie da im Januar gespielt hätten. Jetzt haben wir zum Glück ja mit dem blauen Auge davongekommen, aber trotz allem, also es nimmt den Menschen nicht mehr als Menschen wahr. Ich verstehe es auch aus Sicht der Liga nicht, weil im Prinzip der Liga sollte doch auch was daran gelegen sein, dass wir im Europapokal eine Runde weiterkommen und dementsprechend irgendwie so ein Werbebotschafter quasi der Liga auch sind, als dass wir jetzt eventuell übermüdet, entkräftet, mit zig Verletzten am Donnerstag ausscheiden. Also ich verstehe es irgendwie nicht. Vor allem, weil halt angeblich ja Hoffenheim gesprächsbereit war und dafür eine Verlegung offen war. Also das, ich verstehe es nicht. Ich glaube, die DFL ist gar nicht traurig, wenn wir ausscheiden, ehrlich gesagt. Wir produzieren die falschen Bilder. Ja, also was bleibt denn hängen von unserer Europapokalsaison? Da redet doch keiner über 20.000 Friedliche auf dem Brunnen da in Nizza. Da reden alle von den Krawallen, von der Schande von London damals, 2017.
das will die DFL in ihrem klinischen Produkt Fußball alles nicht. Ich glaube, die wären ganz froh, wenn wir dann nicht mehr durch Europa reisen würden. Ja. Das wäre noch ein Grund mehr, am Donnerstag weiterzukommen. Ja, richtig. Gegen die DFL. Fuck you, DFL. Ich muss aber auch sagen, das habe ich schon ein paar Mal hier gesagt, das meine ich jetzt gar nicht konkret auf die Situation jetzt bezogen. Aber man muss sich aber auch nicht immer alles gefallen lassen. Also, was passiert denn, wenn du dich mal an einen richtig echten, nicht aus dem Fußball stammenden, sondern externen Arbeitsrechtsanwalt wendest? Der sagt dir doch dann, dass das Dienst, das Reisezeit auch Arbeitszeit ist. Und deswegen diese 48-Stunden-Regel darf ja nicht nach Abpfiff gelten, sondern da muss ja die Abfahrt mit eingepreist werden. Und kann dann so ein Anwalt nicht mal eine einstweilige Verfügung verfügen oder erwirken, dass dieses Spiel nicht angepfiffen wird. Dann legst du dich halt in der DFL an und machst dir da richtig, richtig viele Feinde und dich richtig unbeliebt. Aber zumindest hast du dem mal gezeigt, dass du nicht einfach nur so ein Muppet bist, was nach deren Pfeife tanzen muss. Ja, ist tatsächlich nicht. Du hast da Punkte, ich verstehe es auch, ich verstehe diese ganze Konstellation nicht. Ich verstehe nicht, wieso man das nicht einfach mal sagt, okay, ja, es ist vielleicht jetzt gerade an der Grenze der Statuten, die wir haben, aber wir machen das einfach mal im Sinne des Sports. Vor allem, wenn schon der Gastverein hier wie Hoffenheim sagt, ja klar, also klar sind wir gesprächsbereit und klar können wir gerne darüber sprechen. Und dann die DFL sagt, nö, aber hier 48 Stunden und die sind ja noch nicht um und Freunde, so geht das jetzt ja aber nicht, ihr spielt jetzt mal fein. Ist tatsächlich zeigt, wie wenig da Interesse besteht. Ja, aber wundert mich jetzt bei der DFL aber auch nicht mehr. Ja, das stimmt. Also wenn Donata Hopfen, heißt sie Donata, ja. Sich da hinstellt und jetzt allen Ernstes erzählt, also wir gucken uns natürlich schon die neuen Anstoßzeiten an. Es wird aber sich nicht alles ändern. Ein bisschen was wird schon noch so bleiben. Ja, wahrscheinlich werden die Sonntagsspiele bleiben. Vielen Dank auch. Ja, oder ein Spiel Samstags um 15:30 wie in England. Das ist noch ein traditionelles Spiel hast. Und alle anderen irgendwie salamimäßig sonst wohl liegen. Aber ich glaube, das wird keinen mehr verwundern, dass man sich dahin orientiert. Und das ist ein Zusammenschluss aus gewinnorientierten Unternehmen. Und da gehört aber der FC auch dazu. Ja. Das muss man ja sagen. Die DFL ist ja ein Zusammenschluss aller Profiverein und der FC ist ein Teil davon. Ja, aber mehr so der ungeliebte Stiefbruder, der am Katzentisch sitzen muss. Ja, aber trotzdem ist man ja weiterhin ein Teil dessen und sorgt jetzt auch nicht dafür, dass sich da irgendwie was groß ändert. Also klar ist man vielleicht nicht derjenige, der da alles durchsetzen kann. Aber ich weiß auch nicht, inwieweit da wer beim FC welche Dinge in der DFL gerade anstößt. Also ich kann mir jetzt gerade unter Werle jetzt nicht vorstellen, also der war ja da schon sehr... Ist nicht Werle sogar irgendwas in der DFL selber? Der sitzt doch da irgendwie. Und hat war der zumindest, als er noch bei uns war, war der nicht irgendwie in irgendeinem, ja, ich weiß nicht, irgendeiner Kommission? Ich glaube, der war... Gehört dem Präsidium an. Ja, irgendwie der. Sowas. Genau, ne? Ja. Genau. Ja. Also ja, man war jetzt tendenziell eher nicht der Unbequeme, der da sich überall reingesetzt hat, aber bin ich aber auch zu weit weg, um das tatsächlich vollumfänglich bewerten zu können. Ja, da muss man überlegen, ob man als Fan dann irgendwann noch aktiv wird und wieder Tennisbälle auf den Rasen wirft. Wir haben ja schon mal diese Montagstermine als Fans quasi verhindert oder abgeschafft, wie auch immer, weil da zu viel Protest kam. Ja, ist halt ein Mittel des friedlichen Protestes, da Tennisbälle zu werfen, zum Beispiel. Ja. Ja. Sollte man sicherlich machen. Ja, und
Patty Page wirft auch noch ein, wie lange haben wir auf die zweite Pokalrundenauslosung gewartet, weil das Bayern-Spiel erst 2 Wochen später stattfinden konnte. Mhm. Ja. Naja, die Antwort ist, wir haben gar nicht drauf gewartet, weil wir waren schon raus. Egal, wir waren ja schon ja, aber raus. Ich glaube, sie hat mit St. Pauli drauf gewartet. Ich weiß. Ja, alles ja. Gut. Ja, und es stimmt natürlich auch, wenn der Bergpolster schreibt, dass es im Unklaren bleibt, welche Gruppe letztlich abgelehnt hat. Also keine Hoffenheim gewesen sein, theoretisch, die sich vielleicht einen Vorteil davon versprochen haben. Aber ich sag mal so, wenn euer Plan war, müde Kölner in Grund und Boden zu rennen, ja, der Plan ist gescheitert, liebe Hoffenheimer. Ich sag's jetzt mal, wie es ist, ne? Also, Hoffenheim ist mir scheißegal als Verein, deswegen kann ich es ja ruhig sagen. Wenn ich Hoffenheim wäre, wenn ich Profi bei Hoffenheim wäre, nach dem Spiel, unter den Voraussetzungen, ich würde mich in Grund und Boden schämen. Würde ich nicht, weil wer in Hoffenheim spielt, der kann keine Moral haben, aber die sollten sich schämen, wie die bei uns aufgetreten sind. Wie kann das sein, dass wir 4 Kilometer mehr laufen, ja, als die Mannschaft, die in der Woche kein Spiel hatte, die nicht in Tschechien wieder rumgereist ist, die nicht 10.000 verletzt hat, sondern nur so 1-2 wichtige Ausfälle. Wie kann das sein, dass du da weniger läufst, dass du die schlechtere Mannschaft bist, meiner Meinung nach, zumindest über weite Teile des Spiels, und dass du da so blutleer auftrittst? Die hatten einen einzigen Schuss aufs Tor. Aufs Tor. Und das war der drin war halt. Das Tor halt. Das 1-1. Und das war schon ein Geschenk von uns. Das haben ihnen ja Hossein Basic und Soldo geschenkt. Also, die haben ja nichts dafür getan, irgendwie am Ende noch diesen Lucky Punch dann schlimmstenfalls noch reinzumachen. Zum Glück haben sie es ja nicht, ne? Das wäre so die ganz bittere Pointe gewesen. Aber, also, ich würde mich schon, also, ja, ich habe jetzt die Pressekonferenz nicht gesehen. Wenn ich André Breitenreiter wäre, ich würde die 10.000 Runden um ihre Bergstadion da rumlaufen lassen zur Strafe, weil die so kacke gespielt haben gegen einen weitwunden und komplett am Boden liegenden FC. Das wäre mir in Grund und Boden peinlich, wenn ich Hoffenheim-Fan wäre. Aber wenn ich Hoffenheim-Fan wäre, wäre ich kein Fußball-Fan, weil es gibt keine Hoffenheim-Fans. Hallo? Die haben fast den Gästeblock ausverkauft bekommen. Also das den unteren Teil. Ja, Slowacko hatte mehr Fans mit. Ja. Und vermutlich auch die sympathischeren. Ja. Vermutlich auch die sympathischeren. Und die man besser versteht. Ja, also ja. Es ist ja. Ja. Jasemat schreibt, wenn man so einen provokanten Tweet absetzt, passiert das halt. Da muss mich Jasemat mal aufklären, worum es geht. Ich habe da irgendwas nicht mitgekriegt, glaube ich. Was für ein provokanter Tweet? Habt ihr was davon mitgekriegt? Provokanter Tweet. Von Hoffenheim wahrscheinlich, oder ich weiß es nicht. Mir fehlt der Kontext. Nee, nichts mitbekommen. Aber kann Jasemat gerne nachliefern und dann können wir ja schon mal auf das Spiel jetzt an sich blicken. Hoffenheim kacke, FC super. Fasse ich mal so zusammen. Ich fand uns beeindruckend. Du hast wirklich nicht gemerkt, dass wir die Mannschaft waren, die eben nur paar 50 Stunden Regenerationszeit hatte. Linden Meiner, der hat ja den Socko und den Kevin Vogt schwindelig gespielt und hat mit denen gemacht, was er wollte. Wenn der Junge jetzt noch eine gute Entscheidungsfindung mit der letzten Aktion hätte, dann wird der nicht mehr beim 1. FC Köln spielen. Hat eigentlich das ganze Potenzial, Weltklasse-Spieler zu werden, aber leider trifft er dann doch zu oft die falsche Entscheidung oder spielt den letzten Pass ein bisschen zu schlampig oder. Aber ich fand uns beeindruckend in allem, in der Körpersprache, im Auftreten, in der Huspe, wie man aufgetreten ist, fand ich gut. Hat mir sehr gut gefallen, hat mir imponiert. Ja, kann ich nur so unterschreiben. Ich habe tatsächlich Angst kann man dazu jetzt nicht sagen. Vor Hoffenheim spielen hat man keine Angst, aber ich mir war ziemlich sicher, dass die uns komplett hops nehmen werden, weil das in meinen Augen eine Mannschaft ist, die durchaus mit Platz und ein bisschen Geschwindigkeit eigentlich was anfangen kann. Und ich finde, wir haben das tatsächlich sehr, sehr gut wegverteidigt. Und das, was da Hoffenheim gemacht hat, fand ich erschreckend. Wirklich, wirklich nur einfach nur erschreckend. Weil da erwartet man von so Truppen eigentlich deutlich mehr, ja. Also, ich finde es jetzt nicht dramatisch, weil
hat halt dafür gesorgt, dass wir noch einen Punkt mehr uns erbeutet haben. Und wir wissen, dass jeder Punkt in der Endabrechnung ganz, ganz wichtig sein kann. Das zeigt halt einfach wieder mal, dass es mit Willen und Einsatz vieles also dass man vieles da wettmachen kann. Und das freut mich halt ungemein. Weil das war sicherlich nicht die erste Elf, die da auf dem Platz gestanden hat. Und ich kann mich tatsächlich sehr gut an die Aussage von Steffen Baumgart erinnern, der dann irgendwie gesagt hat, so, wir haben nicht nur eine gute erste Elf, sondern wir haben auch eine gute zweite Elf. Und ich finde, das Spiel hat das auch wirklich gezeigt. Weil bis auf Benno Schmitz und Timo Hübers und vielleicht Florian Kainz ist da kein Spieler, den wir vor der Saison in die erste Elf gepackt hätten. Und Marvin Schwäbe. Schwäbe, Schmitz, Hübers, Kainz. Das sprechen wir von 4 Spielern von 11. Ja, also in dem Kader ist, glaube ich, Tigges schon der Stammstürmer. Okay, dann sind es 5 von 11. Ist es aber immer noch maximal die Hälfte. Ja. Übrigens, ich muss noch einen kleinen Nachtrag machen, weil der kommt gerade im Chat, der Input von DIJ47. Köln ist Erster in der Gesamtlaufleistung des gesamten 12. Spieltages der Bundesliga. Also mehr gerannt als alle anderen Mannschaften, egal wie ausgeruht. Platz 2 ist aber Hoffenheim. Also muss ich vielleicht ein bisschen von meiner Kritik dann doch zurücknehmen. Wisst ihr, wer auf dem letzten Platz ist? Wahrscheinlich Schalke. Nee, die sind auf 3. Wow, die sind nur einen Kilometer weniger gelaufen als Hoffenheim. Bochum. Also nicht. Bochum. Okay. Bochum. Ja, Hertha auf dem vorletzten Platz, Bremen, Augsburg und dann Bayern. Aber Bayern muss auch nicht laufen, wenn du 6-0 oder 6-2 wieder hast. Ja, gut. Übrigens, der Tweet, den der Jase meinte, war der Tweet von Hoffenheim. Hm. Als wir das letzte Mal ein Bundesligaspiel gegen Köln verloren haben, war gerade das iPhone 6 aktuell. Ja. Und das soll auch so bleiben. Das ist so toll, dass es so eine charmante Truppe ist, mit so tollen Fans. Mensch, so toll. Da hat auch einer endlich auf. Da hat auch einer darauf geantwortet, als das iPhone 5 rauskam, gab es euch noch gar nicht oder sowas. Ja. Ja, fand ich die gute Replik. Unfassbar unsympathischer Scheißverein, ey. Verein, bah! Anführungszeichen. Ja. Bah! Es wäre verdient geworden, also hätte der gute Lindenmeiner nicht bitte eine von seinen beiden Chancen nutzen können, ja. Von sowohl sein 1 gegen 1 gegen den Torwart oder das eine Ding, wo Kainz noch eine Chance hat oder wo der einmal fast diesen Rückpass auf Oliver Baumann abgefangen hat, dann die holen kein 2-0 auf. Das ist immer so eine Truppe, so ohne Moral und alles. Schade. Also das ist ja schon beeindruckend. Ich will auch gar nicht jammern oder mich jetzt über den FC beschweren. Liegt mir weit, weit fern. Aber schade ist halt, dass sie sich selber nicht belohnt haben für ihre Leistung. Ne? Und dass man da einfach 2-0 in Führung geht. Die Chancen waren ja realistisch gesehen da. Und dann ist das Ding, glaube ich, durch. Dann kommt Hoffenheim nicht zurück, wenn die einmal aufs Tor schießen. Ich guck mir gerade die Kickernoten an und bin da schon ein bisschen überrascht, wie gut die Hoffenheimer dann doch wegkommen. Also. Ja, ich verstehe es nicht. Also hättest du mir dieses Spiel blind gezeigt und gesagt, wer sind die Roten, wer sind die Blauen? Hätte ich gesagt, ja, die Roten, keine Ahnung, aber die Blauen sind vielleicht so der MSV Duisburg oder wenn es hochkommt, vielleicht Karlsruhe, ohne jetzt diese Mannschaften dissen zu wollen. Aber halt einfach Mannschaften, die nicht den Anspruch haben, Siebter der Bundesliga sein zu wollen und sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Die haben ja auch teilweise die Bälle verstolpert und so eine Geschichte. Ich fand die schlecht. Ich fand die richtig schlecht. Ich fand die Aufstellung auch mutlos gegen weitwunde Kölner. Ja, soll mir recht sein. Ne? Also ich bin froh, dass es so gekommen ist. Aber ich finde halt einfach beeindruckend, was für eine Moral in unserer Truppe drin steckt, dass wir so einen Pissverein einfach an die Wand laufen und gegen die einfach die besseren, klaren Chancen rausspielen. Das stimmt. Ich fand auch krass, wie ungefährlich die waren. Ich meine, die konnten dann mal eben noch so Leute wie Kramaric und Rütter mal so einwechseln. Mhm. Es ist schon krass, wie wenig denn dann trotzdem dabei rauskam. Ja, also die druckvollste Phase hatten sie dann erstaunlicherweise dann eigentlich in der Nachspielzeit. In Unterzahl, ja. Ja.
Ja, und gut, ne, also wenn dieser Schuss da von Kramaric am Ende reingegangen wäre, sind sie quer zur Torauslinie gelaufen. Ne? Ja. Also, dann hätte ich nicht mehr an den Fußballgott geglaubt. Glaube ich eh nicht als Kölner, aber das wäre, weiß ich nicht, das wäre das unverdienteste Spiel seit Jahren gewesen. Du hast, also Hoffenheim kann ja noch Glück von Glück sagen, dass bei diesem, glaube ich, eine halbe Minute vorher bei diesem wunderbaren Pass von Kareshma auf Baumann, Baumann tatsächlich Millimeter vor, ich weiß gar nicht, was, Adamian? Keins, oder? Oder Keins ist. Also, wenn er da Pech hat, schlägt das Ding aber auch ein, ne? Also das war vielleicht sein Glück, dass da halt der 180 Minuten gerade in den Beinen habende Florian Keins stand und eben nicht einer von den Sprintern. Weil Linden Meiner oder wer auch immer, ja. Ja, also ein Fitter halt oder Damian wirklich tatsächlich. Mhm. Ja, ich glaube, dass Keins nicht voll durchgezogen hat, vielleicht auch wirklich mit Hinblick auf Verletzungen und so. Wenn da ein ausgeruhter Spieler steht, geht das anders aus, glaube ich, ja. Platzverweis, für mich eine glatte rote Karte. Kein Gelb-Rot. Habe ich auch. Ja, man kann natürlich sagen, ich weiß nicht, wer der Spieler in der Mitte war, der dann noch mitgelaufen ist. Aber ohne Chance auf den Ball da so durchzuziehen. Ja, aber selbst wenn es jetzt nicht letzter Mann war, das ging ja gar nicht gegen den Ball. Der hat ja nur ins Knie getreten, dem Dietz. Und das war ja an sich genau die gleiche Situation wie gegen Verherber, wo er das Tor dann ja macht aus so einer Situation. Also, ja, für mich eine klare rote Karte. Ich finde eh, dass Kabak schon vorher gelb-rot hätte sehen müssen, eigentlich. Da war ja so ein komischer Freiringkampf im Mittelfeld irgendwann mal, wo er noch eine gelbe Karte für hätte sehen müssen eigentlich, und dann wäre er eh weg gewesen. Aber da nur gelb-rot zu kriegen, also danke an die DFL an der Stelle. Ja, also uns egal sein, freut nur den... Soll uns egal sein, freut nur den Gegner, der hat in drei Spieltagen gegen die Spieler, in zwei Spieltagen gegen die Spieler dann nicht mehr. Unsympathisch ohne Ende die Truppe. Und dann Ozan Kabak als Gesicht dieser unsympathischen Tretertruppe. Wundert auch nicht, wenn man weiß, wo der vorher gespielt hat. So. Da lernst du was fürs Leben. Da lernst du was fürs Leben. Das ist so, ja. Ist, ja. Unsympathentruppe hoch 10 und passen sich ihrem Gönner neidlos an. Ja. Vielen Dank für nix. Bitte gehen Sie weiter, schnell weiter. Schade, dass gerade Hussein Basic dieser Ballverlust passiert, ne? Ich fand ihn gegen Slowacko echt den besten Spieler. Ja. Das sagt ja eine ganze Menge über deinen Verein aus, wenn irgendwie der 19-Jährige aus der Regionalliga plötzlich der beste Spieler ist. Man merkt, er fremdelt so ein bisschen mit dieser Sechserposition. Also er ist jetzt quasi an der Stelle seiner Karriere, wo Sully vor anderthalb Jahren war. Der hat mal genau den gleichen Fehlpass gegen Freiburg gespielt. Wo wir auch alle gesagt haben. Auch gegen Bochum, genau. Wo wir alle gesagt haben, der Sully, das wird nie im Leben ein echter Sechser. Das ist ein Achter oder ein Zehner, aber kein Sechser. Also nach der Logik spielt dann Hussein Basic in zwei Jahren bei Borussia in Dortmund auf der Sechs. Hoffen wir nicht, dass es so kommt, aber ja, schade für den Jungen. Ich bin immer weit davon entfernt, über den Stab zu brechen. Ja, aber das passiert doch. Aber eben, ich meine, ja, im Nachgang hättest du, also der Ballverlust ist ärgerlich, aber du kannst das Ding auch hinter anders verteidigen. Ja, natürlich. Also wir müssen auch über Soldo schon reden. Der macht genau die falsche Drehung und macht den Weg zum Tor auf statt zu. Und dann nimmt ihm halt wer war der Spieler, der das Tor gemacht hat? Skov? Nee, Brun Larsen, ne, oder? Brun Larsen hat das Tor gemacht. Ach genau, ich glaube, genau, Brun Larsen war der Torschütze und ich glaube Baumgartner. Auf jeden Fall Baumgartner ihm da halt leider 10 Meter auf 100 ab. Ja, schade, ärgerlich. Dann noch durch die Hosenträger von Marvin Schrebe durch. Bitter, weil davon die ging halt einfach keine Torgefahr bis dahin aus. 0,0. Ja. Ist tatsächlich ärgerlich, aber auf der anderen Seite hätten wir vor dem Spiel diesen Punkt sicherlich unterschrieben. Ja. In der gesamten Lage. Vor dem Spiel, ja. Auf jeden Fall. Ja. Nach dem Spiel bleibt das Gefühl, dass mit einer realistischen Chancenverwertung kannst du auch 2-0 führen und dann mal schauen, ob wir ein Tor schießen. Natürlich.
Also klar hättest du da grundsätzlich immer mal mehr rausholen können, aber ja. Ja, wie gesagt, ich bin total stolz auf diese Mannschaft. Ich würde jetzt auf gar keinen Fall zum Vorwurf machen, dass die Chancenbewertung da nicht so ganz ideal war. Das zieht sich ja eh durch die Saison durch. Also denk mal an das Hinspiel gegen Nizza, da hatten die alleine hier Jan Thielmann hätte ja 3 Tore schießen können, ja, wenn nicht gar müssen. War ein bisschen vergleichbar mit den Szenen von Lindenmeiner. Also, die Mannschaft lebt, das ist eine super geile Truppe bei uns, die total intakt ist. Da ist auch Baumgart zu Recht stolz drauf. Der hat auch einen Anteil daran natürlich, dass sie halt so laufen und kämpfen und beißen. Jetzt fehlt noch manchmal, dass sie sich selber belohnen für den ganzen Aufwand, den sie betreiben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber vielleicht kommt das auch noch. Also ja. Ich glaube schon, dass da einige in der Entwicklung sind. Und bei meiner finde ich, man sieht schon eine positive Entwicklung. Der scheint angekommen zu sein. Ja, im Vergleich zum Saisonstart. Also es ist sicherlich immer noch nicht alles ideal, was er dann quasi im letzten Drittel dann macht, aber ich finde schon, dass man da eine Entwicklung sieht. Also er hat ja das, wie er auch das Tor vorbereitet, hatten wir nicht so einen ähnlichen Laufweg von Kainz schon mal. Ja gut, aber das war schon ein bisschen Glück, dass der Ball zu Kainz kommt, ne? Das war nicht der Plan. Aber ich weiß nicht. Klar, kann natürlich auch sein, dass es dann irgendwie auch Glück ist, aber ich meine, wir haben diese Saison schon mal so ein Tor geschossen, meiner auf Kainz, mit einem ähnlichen Laufweg. Ja. Ja, ja. War das gegen Dortmund? Ja, kann sein. Das ist ja auch Ansage von Baumgart, dass einfach die Kante vom Strafraum muss besetzt sein, da muss einer einschussbereit stehen. Ja. Da stand lange Zeit immer Dejan Ljubicic, jetzt in Abwesenheit muss er Kainz da so ein bisschen einrücken. Ja, vielleicht wird der Ball da auch manchmal einfach nur blind hingespielt, das kann natürlich auch sein. Aber kann sein, aber wenn da keiner steht, kann auch keiner schießen. Insofern ist es ja schon auch ein Verdienst der ganzen Offensivabläufe und Trainingsinhalte, dass da halt einer steht. Ja, ich bin halt schon zuversichtlich, dass bei meiner mit Spielpraxis und der ist ja auch noch relativ jung, dass er halt auch im Abschluss besser wird. Also das sehe ich bei ihm schon noch, dass er da viel lernen kann und besser wird. Absolut. Der hat die ganzen Anlagen, der kann auch, also der ist jetzt körperlich, glaube ich, richtig auf der Höhe endlich. Der hat sich auch lange ja noch durchgeschleppt nach einer, ich glaube, halt so einem halb verpassten Vorbereitung oder irgendwas. Ich warte noch ein bisschen drauf, dass Adamian diesen Schritt auch macht, dass er mal sein Breakthrough-Spiel hat. Ich glaube, dass André Duda jetzt in Slowacko sein Durchbruchspiel hatte. Der war ja schon jetzt gegen Hoffenheim deutlich verbessert, was so die ganzen Attribute angeht. Auf den wird es auch ankommen, dass der nochmal irgendwann seinen genialen Fuß auch mal um das Spiel heraus entdeckt und da vielleicht mal 1-2 Tore irgendwann mal vorbereitet, schießt, wie auch immer. Und dann bin ich da eigentlich recht optimistisch, weil ja auch noch Leute wie Jan Thielmann zurückkommen. Und stell dir vor, du kannst halt irgendwann den feilschnellen Lindenmeiner durch den nicht minder schnellen Thielmann ersetzen, wenn der erste ausgepowert ist. Na, dann, wie gesagt, dann bringst du halt einfach nochmal so eine Rakete da rein. Oder vielleicht ein Adamian, der ja auch schnell ist und der dann besser in Form ist als jetzt gerade. Das macht's schon schwer für eine müde Viererkette oder Dreierkette vom Gegner dann, da die nächste Granate dann verteidigen zu müssen. Ja, es ist immer, glaube ich, hilfreich, Leute zu haben, die genau in diese Bresche springen können und dass du die von der Bank bringen kannst. Also ich glaube, das kann nicht verkehrt sein. Ja. Ja, ich war ein bisschen erstaunt, um nicht nur jetzt zu loben, weil wir sind ja auch der kritische Podcast, dass Baumgart recht spät und recht verhalten gewechselt hat. Ich hätte gedacht, gerade mit Hinblick auf Nizza hätte er ein bisschen mehr und früher gewechselt. Ich weiß gar nicht, hat er überhaupt sein Kontingent ausgeschöpft? Oder? Nein, er hat nur viermal gewechselt. Viermal gewechselt und der vierte Wechsel war auch nur der Verletzungswechsel von Dietz. Also, ja. Genau, das war im Prinzip der Wechsel, der dann in der Nachspielzeit stattgefunden hat. Ja. Habe ich auch nicht so ganz verstanden. Wobei man da ja auch sagen muss, da saßen jetzt auch nur noch ganz junge Kerle mit Strauch, Schmidt, Schwirt und Smajic draußen. Also
da ist jetzt ja nicht mehr viel. Nee, aber ja, du kannst ja Adamian früher als die 93. Minute, oder wann der jetzt kam. Das stimmt. Der hat ja jetzt gegen Slowacko kein schlechtes Spiel gemacht, dass er irgendwie quasi abgestraft hätte werden müssen oder so. Du kannst ja diesen Wechsel Adamian Uth einfach mal in der 60. auspacken, dass da ein paar Leute sich ein bisschen erholen können, gerade so in Linden. Die Frage ist ja eben, was hat der Trainer mit den Jungs vielleicht für Nizza vor? Ja. Und deswegen. Bin gespannt. Ja, ich hoffe, dass Hector und Skiri zur Verfügung stehen gegen Nizza. Spätestens dann gegen Freiburg. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt mal in das Freiburg-Segment. Oder habt ihr noch irgendwas zum Hoffen im Spiel? Nö. Gut, gut. Sollen wir Freiburg mit den Fragen beginnen? Freiburg, mein Lieblingsteam. Ich bin gespannt. Ich finde, ich habe auch recht schöne Fragen für dich ausgedacht. Der Generator in Freiburg im Dreisamstadion. Ja, ist richtig. Den gibt es ja nicht mehr. Den gibt es ja nicht mehr. Achso, ich habe gedacht, das wäre die erste Frage. Nee, den gibt es ja nicht mehr. Wie heißt das neue Stadion? Nee, ist auch keine Frage. Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Habe ich auch nicht nachgeschaut. Ich glaube, Europa-Park-Stadion oder irgendwie sowas. Europa-Park-Stadion? Ja. Weiß ich nicht. Ich habe es nicht recherchiert. Europa-Park-Stadion, aber ohne Rust. Mhm. Auch Mooswald-Stadion genannt. Mhm. So, so. Sagt nicht, ihr würdet hier bei unserem Podcast nichts lernen. Nee, ich lese mal die erste von den echten Fragen vor. Du kennst doch bestimmt die Hymne des SC Freiburg. Als alter 93-Hörer. Ja. SC Freiburg vor. Immer wieder vor. Genau, wir lassen keinen Ballen aus, ins Aus. Unser Lohn ist der Applaus oder so ähnlich. Wie heißt denn die erste Zeile dieser Hymne, der erste Vers? Also ich lese dir den ersten Vers vor, du musst mir sagen, wie es weitergeht. Okay? Ey, wie verstehe ich das nicht? Also, ach so, wie die Hymne heißt und wie die... Nein, ja, okay. Heißt ja. Ist scheißegal. Nur wie die losgeht, wie die anfängt. Ja. So, die fängt an mit tief im Süden ist unser Platz. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und wie geht's jetzt weiter? Tief im Süden ist unser Platz. Da zeige ich immer vollen Einsatz. Oder Sonne verwöhnt unseren dreisamen Schatz. Oder zwischen uns und euch passt kein einziges Blatt. Alter. Soll ich nochmal vorlesen? Also tief im Süden ist unser Platz. Da zeige mir immer volle Einsatz. A. Oder B. Sonne verwöhnt unseren dreisamen Schatz. Oder C. Zwischen uns und euch passt kein einziges Blatt. Also, jede Option ist schlimm, aber ja. Dann greife ich vielleicht kräftig mal drei, ne? Ja, aber eins davon ist das echte. Ich sag das zweite, das mit dem Dreisam und Schatz. Du hast ja noch einen Joker. Oder? Was hättest du gesagt, Christian? Boah, ich bin ein bisschen entsetzt. Also, ja. Keine Ahnung, das zweite, also das könnte alles sein. Also die sind ja so merkwürdig in manchen Sachen. Ja, nehmen wir das zweite. SC Freiburg vor, immer wieder vor. Ist richtig. Sonne verwöhnt unseren Dreisamen. Was für eine Scheiße. Ja. Ich wusste, dass das so eine Pisse ist. Ja. Mit Dreisam, allein so ein Dreisam, Sonne verwöhnt unseren Dreisamen. Was soll das heißen? Nix. Das hat sich irgendeine... Was ist denn der Dreisamen, Schatz? Ja, das Stadion wahrscheinlich an der Dreisam, also am Fluss. Das ist ein Fluss, ne? Ja, Dreisam ist ein Fluss, klar. Oh, was, ne? Ich weiß, wieso ich diesen Verein scheiße finde, ey. Das regt mich jetzt schon wieder auf, dass ich dafür drei Fragen beantworten muss. Aber ich hatte viel Spaß, die anderen beiden Kackvarianten da zu dichten. Aber das hätte ich nicht mit Dreisam. Ich habe gedacht, das hörte sich schon so Bullshit-mäßig an. Da habe ich gedacht, das kann dann eigentlich nur sein. Ja. Die ganze Hymne ist so, ne? Wir machen alle in unserem Bächle nass und so weiter. Also die ganze Hymne ist einfach nur cringe. Ja. SC Freiburg vor, immer wieder vor. Soll ich euch mal vorlesen? Ja, bitte. Wisst ihr, wie die Band heißt? Die hat einen urbreisgauerischen Namen, einen richtigen Schwarzwälder Namen, die das singt. Die Gipfelstürmer. Nee. Fisherman's Fall.
Ja. Also, hey, 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 tief im Süden ist unser Platz. Sonne verhüllt unseren. Tief im Süden ist unser Platz. Sonne verwöhnt unseren Dreisamschatz. Mir gewinne, ohne E, also gewinne, jeden Doppelpass, spielen alle in unserem Bächle nass. Das ist geklaut vom Grönemeyer, dieser Reim. Machst mit deinem Doppelpass jeden Gegner nass. Bei uns geht kein Balance aus, denn unser Antrieb heißt Applaus. SC Freiburg vor, immer wieder vor, immer wieder vor, SC Freiburg vor. Wir stürmen jedes Tor, wir stürmen jedes Tor. Schwarzwälder Bier, badischer Wein, Münster und Tannen, hier sind wir daheim. Ob Bayern, Preußen oder Schwaben, alle gehen in Freiburg baden. Reimlich oder ich weiß nicht. Bei uns, da geht kein Balance aus, denn unser Antrieb heißt Applaus. Und dann kommt noch O, E, Jo, SC Freiburg vor, O, E, Jo, immer, immer wieder vor. Das musst du dir ja vorstellen, du gehst da in dein Stadion und du musst das singen. Ja. Mhm. Wir sollten jetzt mal kurz innewohnen und für die Hymne, unsere Hymne danken. Ja. Ja, ja, absolut. Also da kann man ja textlich nichts dran aussetzen. Und das Gute ist, die meisten verstehen eh nicht, was wir da singen. Insofern kann sich auch keiner noch lustig machen. Boah, ja. Mhm. Jo. Gut, das war Frage 1. Schon mal bravourös gemeistert. Aber schon mal bravourös geraten. Fängt schon gut an. Richtig. So, die zweite Frage. Wir alle kennen doch unseren Lieblingsprofi vom SC Freiburg, Nils Petersen, der besonders gerne gegen den 1. FC Köln Tore schießt, wissen wir ja alle. Es gibt aber einen Fakt, der verbindet die Karriere von Nils Petersen mit dem 1. FC Köln. Und zwar welchen? Erstens, er gab sein Profidebüt gegen den 1. FC Köln. Oder zweitens, er erzielte sein erstes Profitor gegen den 1. FC Köln. Oder drittens, er erzielte sein Rekordtorschützentor beim SC Freiburg gegen den 1. FC Köln. Also das Tor, das ihn zum internen Rekordtorschützen bei Freiburg gemacht hat. Also, bei Petersen weiß ich, dass er alleiniger irgendwie seit, ich glaube, 2 Jahren alleiniger Rekordtorschütze ist. Genau, und die Frage ist, hat er dieses entscheidende Tor gegen den FC erzielt? Boah, was war das andere? Also A ist, er gab sein Profidebüt gegen uns. B ist, er erzielte das erste Profi. Ja, aber der hat doch vorher woanders gespielt. Ich habe ja nicht für Freiburg behauptet, sondern halt für den Verein, über den er vorher gespielt hat. Okay. Also sein Profidebüt halt, egal bei welchem Verein. Boah, der war davor irgendwie bei Cottbus, Bayern, Bremen oder sowas, ne? Boah, sag ich jetzt mal nichts zu. In Jena war der, glaube ich, auch mal. Oder erzielte er sein erstes Profitor gegen den FC. Auch nicht für Freiburg, sondern halt für seinen damaligen Arbeitgeber. Ich meine, der ist damals von Cottbus nach München gewechselt. Das heißt ja nichts. Ja, also. Warte mal, haben wir 2020 mit Freiburg in einer Liga gespielt? Also vor 2, 3 Jahren? Nee, ne? Da haben wir nämlich zweite Liga gespielt. Nein, vor 2 Jahren waren wir erstklassig. Wir haben seit 2018 stimmt, nicht mehr zweite Liga gespielt. Ach ja, 2019. Profi. Also nee, alleiniger Torschütze glaube ich nicht. Ich bin beim ersten Profitor oder beim ersten Profispiel. Wahrscheinlich hat er sein erstes Spiel gemacht und direkt nach 7 Minuten getroffen gegen uns. Ich sag, er hat gegen uns sein erstes Tor geschossen. Oder siehst du das grundlegend anders, Christian? Oder weißt du irgendwas auch noch? Ich weiß, dass der in Jena gespielt hat. Und da könnte ich mir irgendwie vorstellen, weil die waren ja damals auch mal in der zweiten Liga. Zweiten Liga, ne? Ja. Da gab es auch noch dieses legendäre Spiel, wo wir gegen die 4-3 gewonnen haben, wo Mondragon den einen Stürmer von denen vom Platz schiebt. Ah ja! Bei der Auswechslung. Ich weiß aber nicht, ob der da dabei war. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, da hätte er die Folge deshalb hier hören müssen. War ja mein Spiel des Lebens. Aber ich also meine, ich würde sagen, er hat gegen uns sein erstes
Profitor gemacht. Willst du einloggen? Können wir machen. Einloggen? Bin mir noch nicht so sicher. Ja, mach. Ja. Okay, eingeloggt. Leider falsch. Ach, sein erstes Profispiel. Also sein hier alleiniges Dingsbums-Tor hat er gegen Mainz erzielt beim 2-0. Und hat damit, weißt du, wen er damit überholt hat, vereinsintern? Skitischvili. Nee. Menschen, den wir Menschen, jeder Mensch in Deutschland kennt, aber eher nicht als Stürmer. Weiß ich nicht. Jogi Löw. Also das war schon mal nicht. Das war schon mal nicht richtig. Ja, stimmt, der kommt ja auch her. Ja. Sein erstes Profitor erzielte er, keine Ahnung gegen wen, aber nicht gegen uns. Er gab sein Profidebüt bei einem 0-1 des Carl Zeiss Jena. In Jena, aber gegen den FC. Wir haben gewonnen mit 1-0. Deswegen hat Petersen da kein Tor erzielt. Torschütze? Vom FC? Mhm. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich nicht recherchiert. Das ist richtig recherchiert. Ist aber auch schon ein paar Tage her. Wahrscheinlich Adil Shihi. Keine Ahnung. Wahrscheinlich oder Patrick Helmes. Patrick Helmes, ja, und so weiter. FC Köln, Jena, 0-1. Hm. 2007? Könnte hinkommen. Matthias Scherz. Der Scherzer, okay. War sogar in Köln dann, nicht in Jena, habe ich gerade falsch gesagt. Mhm. Ja, ist aber egal, weil ändert nichts an der Realität. Alter. Patzer von Keeper des Lohmeier. Mhm. Ja, genau. Gut. Petersen ist in der 89. Minute reingekommen. Das hat dann auch für ihn nicht mehr für ein Tor gereicht, obwohl er der beste Joker der Liga irgendwie ist. Für Mohamed El Berkani. Ja. Wollt ihr mal unsere Aufstellung aus dem Spiel hören? Ist auch wieder Das ist wieder so eine Zeitreise in eine andere Galaxie irgendwie. Pass auf, ich lese ganz schnell vor. Im Tor Stefan Wessels. 3,0 Kickernote. Rechtsverteidiger Bernd mit T, Haas. Fabio Luciano, Alpay und Jonsson haben die Viererkette abgerundet. Sinkiewicz und Lagerblom auf der Doppel-6. Thomas Broich auf der 10. Serhat Akin und Adil Shihi auf den beiden Außenpositionen. Und Thiago Stürmer. Eingewechselt Matzen, Scherz und André. Ja. Thiago. 6 Spiele für den FC. Unter Daumen, ne? Muss das gewesen sein, oder? Also die Mannschaft klingt nach Daumen ohne Ende. Die Mannschaft klingt wie eine Daumenmannschaft. Ja, war er auch, genau. Ja, das war doch das, wo der denn in der Winterpause diese ganzen Knalltüten geholt hat. Hier wie Thiago. Ricardo Cabanes, genau. Luciano und sowas. André, Das müsste das Jahr gewesen sein, wo wir an Karneval 5-0 in Essen verloren haben. Ja, das muss das gewesen sein. Muss sogar tatsächlich um den Spieltag irgendwo rum gewesen sein. Irgendwie ein Jahr davor, ein Spieltag davor, ein Tag danach. Ja. So. Okay. Letzte Frage. Mhm. Jetzt sind wieder die Mathematiker unter euch gefragt. Ihr wisst ja, dass Christian Streich schon sehr lange beim SC Freiburg im Amt ist. Ja. Unser Spiel gegen den SC wird, wenn nichts Gravierendes passiert, was man bei uns ja nie so ganz ausschließen kann, am 6.11. stattfinden. Wie viele Tage wird er dann im Amt sein am 6.11.? Boah. Ich stelle es mal in den Chat, damit du die leichter lesen kannst, also in den Twitch-Chat. Also, war er 3.989 Tage im Amt oder 4.153 Tage oder 4.331 Tage? Ich meine, der ist seit mehr als 10 Jahren Trainer. Ja, das habe ich auch letztens irgendwo gelesen. Ich meine, im Januar hätte der sein 10-jähriges Trainerjubiläum in Freiburg gegeben. Warte, wie viel? Holen wir den Taschenrechner raus. Steht im Chat. 3000, warte. Du darfst einen Taschenrechner benutzen, aber natürlich nicht googeln. Ach so, ich muss hier jetzt von diesem Jahr auch noch dann rechnen. Wie viele Tage sind denn von Januar bis heute?
Darf ich das googeln, wie viele Tage von Januar bis heute sind? Heute ist quasi der 1.11. Das kann man auch ausrechnen. Also. Jetzt kann ich auch rausrechnen, ne? Stimmt. Warte mal, ich muss. Aber du musst ja bis 6.11. rechnen, ne? Ich habe ja die Frage gestellt, wie lange wird er dann am Sonntag immer? Ja. Oh, warte, lass mich mal überlegen. Darfst auch einen Stift und einen Zettel nehmen und es untereinander aufschreiben oder so. Solange du nicht googelst. Ich denke, das müsste A sein, weil alles an über 4000 Tagen müsste zu viel sein, oder? Also, ich bin irgendwie bei 3,9 oder sowas. Ja, Christian ja auch. Ich meine, einfach gerechnet, wegen die Schaltjahre, ja, ey, da sind doch nur 4 Tage oder so. Also, wenn man sagt, das sind 10 Jahre, dann sind das 365 mal 10, das sind 3650. Irgendwie überschlagen sind das 310 Tage von Januar bis Anfang November. Ich sage A, 3989 Tage, inklusive der Schalttage, liebe Claudia. Eingeloggt. Ja, ihr habt leider einen Denkfehler. Der Mann ist nicht seit 10 Jahren im Amt, deswegen stimmt die ganze Rechnung nicht. Der ist seit dem 29.12.2011 im Amt. Also fast 11 Jahre. Okay. Und deswegen sind das 4.331 Tage. Antwort C wäre richtig gewesen. Ja, schon krass, ne? Das ist schon krass. Ja, also ich glaube, der reißt auch die 16 Jahre von Volker Finke irgendwann, wenn er nicht von selber irgendwann aufhören will. Boah, das ist krass. Ja. Das ist krass. Absolut. Noch eine sportliche Sache, bevor wir hier dann uns langsam auch verabschieden müssen. Ich habe jetzt auf Twitter ein paar Mal gelesen, die sollen das Spiel gegen Freiburg so quasi zum Auslaufen nutzen. Gegen Nizza zählt es ja und dann Freiburg so Larifari. Sollten sie das wirklich? Nein. Also, wieso? Das ist ein Pflichtspiel in der Bundesliga. Ja, also ich will jedes Spiel gewinnen, ob das jetzt so ein Testspiel ist oder das ist klar, also auch in meinem Kopf spielt das Spiel derzeit eigentlich nahezu gar keine Rolle. Also das ist schon so, aber wenn der FC spielt, dann soll er auch gewinnen. Also und dementsprechend das Spiel mit voller Kraft angehen. Also es wird natürlich schwierig. Aber warum sollte er auslaufen lassen? Ja, verstehe ich irgendwie auch nicht. Weil, also, ich verstehe den Sinn jetzt noch nicht so ganz. Ja, Nizza nochmal alles raushauen, wirklich die letzten Reserven und sich nicht für Freiburg irgendwie schonen oder sowas. Ja, und dann halt. Natürlich sollte man gegen Nizza alles raushauen, das ist schon richtig, aber das heißt ja nicht, dass du nicht gegen Freiburg auch wieder ansatzweise 100% geben kannst. Ja, ich weiß es nicht, ich habe das ja auch nicht selber geschrieben. Also der SC spielt ja auch, also der Freiburg spielt ja auch noch in der Euroleague. Spielt ja auch unter der Woche, ja, ne? Ich meine, die sind durch, aber... aber trotzdem spielst du der ja. Ja, die spielen in Aserbaidschan, glaube ich. Ja, geil. Vor allem hat Freiburg überhaupt nicht rotiert. Ne? Also auch jetzt in den anderen 5 Spielen europäisch haben die 0 rotiert. Also die sind belasteter als wir tatsächlich. Keine Ahnung. Weiß weniger nicht. Verletzungspech, ne? Kommt natürlich auch hinzu. Genau, also ja, also ich glaube, das steht und fällt, aber auch da, wie wird das Spiel gegen Nizza bestreiten? Und wer vielleicht dann wieder fit ist, beziehungsweise wer für das Spiel gegen Nizza fit ist, das hat ja hinten raus einen Rattenschwanz, weil du ja immer gucken musst, wen setzt du dort ein, wer ist fit und wen kannst du bringen. Und wir haben das Spiel gegen Hoffenheim ja auch nicht abgeschenkt. Ja. Also ich halte das für tatsächlich sehr fragwürdig, weil wenn du so ein Spiel abschenkst, kann das ja auch einen negativen Lauf für dich haben. Also ich möchte nichts abschenken. Warum sollen wir das tun? Ja, also ich bin froh, dass die sagen, abschenken, bei uns im Verein nichts zu melden haben.
sondern nur auf Twitter halt eben sich da zu Wort melden. Also das ist weder, also geht bitte mal ins Geisbockheim oder Klettersteppen Morgengart. Das reicht ja viel als, Spaß. Als Aussage. Genau. Wobei der meinen Vorschlag mit Kleinfeld gegen Slowako auch gar nicht so verkehrt fand, glaube ich. Ja, das war ja auch nicht abschreckend, das war ja höchste Power. Ja. War, fand ich auch tatsächlich eine sehr schlaue Idee von mir. Ja. Also, ja. Nee, abschenken will ich das auch nicht. Also, ich steht und fällt auch damit, wie bist du drauf, wer ist fit? Dann muss man gucken, dass man das Spiel so gut wie möglich spielt. Also, was da am Ende bei rumkommt, das wissen wir natürlich alle nicht, aber abschenken sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ja. Nö, tun wir auch nicht. Werden wir nicht tun, liegt nicht in unserer Vereins-DNA, die Baumgart implementiert hat. Das kannst du als Bayern vielleicht machen, wenn du sagst, wir haben immer die Punkte halt irgendwie im nächsten Spiel oder so und schicken da jetzt mal irgend so eine Rumpftruppe dahin, aber nö. So, tipp mal, wie spielen wir gegen Nizza? Endergebnis? 7-4. Nein, Nach Elfmeter. 3-1 für den FC. Ja, ich bin, was der FC angeht, ja so ein Berufspessimist, ganz einfach, weil ich mich ich versuche mich da irgendwie mal nicht in oder zu große Erwartungen zu haben und dann bin ich letztendlich irgendwie enttäuscht und ich befürchte mal fast, dass wir da zwar einen riesigen Kampf abliefern, aber letztendlich leider über ein Unentschieden nicht hinauskommen. Ich würde so 1-1 tippen. Also der ganze, oder zumindest der halbe Twitch-Chat hier ist ja tatsächlich im Stadion. Das heißt, an dem Support wird es nicht scheitern. Dennis, bist du im Stadion? Hier hören ja Schüler zu, ne? Ach so, nee, du bist natürlich nicht im Stadion. Also, doch, ja. Ich sag das ja offiziell, weil die haben jetzt eh nicht 2,5 Stunden durchgehalten. Ich bin im Stadion, aber ich bin Freitag wieder um 8 Uhr vorne an der Tafel. Also, mach ich keine Hoffnung. Und da ich Donnerstag frei habe, ist es ja nicht mehr verboten, mal eben nach Köln zu fahren. Also, fährst du allein oder fährst du mit Begleitung? Der Erik fährt mich, weil ich ja kein Auto habe. So, Erik, bitte bei mir melden. Ich habe eine Aufgabe für dich. Bitte setzen Sie den an der Raststätte Lindenthal aus. Irgendwo an einem Rastplatz ausgesetzt, wo der nirgendwo wegkommt. Hallo, Augsburg. Augsburg. Die können ohne mich gar nicht mehr gewinnen. Die haben, seit ich nicht mehr im Stadion war, kein Spiel geworden zu Hause. Zu Hause. Die haben danach nur noch ein Spiel zu Hause gehabt. Ne? Richtig. Also meine Aussage ist korrekt. Meine Aussage ist korrekt. Mhm. Ja, du musst ja auch deine Europapokalbilanz wieder aufbessern. Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Also viel Chancen habe ich danach nicht mehr. Wahrscheinlich. Viel Chancen hast du danach nicht mehr, das ist richtig. Wenn schief geht. Ja. Nein. Der Erik ist ein Guter, der bringt mich da sicher ans Ziel und wieder zurück. Ich muss nicht an irgendeinem Rasthof McDonald's da 5 Stunden ausharren, bis er mich wieder einsammelt. Ja, werden wir dann sehen, ob du ankommst. Ja. Tipps gegen Freiburg. Boah. Ich habe gerade nochmal geguckt, die spielen tatsächlich am Donnerstag gegen Karabakh Akdam in Aserbaidschan. Sind die auch schon sicher Gruppenerster oder geht es noch um irgendwas für die? Ja, die sind sicher Gruppenerster. Na gut, dann können sie ja wirklich da die A-Jugend entschicken. Also sie haben 4 Spiele gewonnen, einmal unentschieden, haben 6 Punkte Vorsprung auf Karabakh Akdam. Ja, dann können sie da wirklich tatsächlich irgendwelche Ersatzspieler mal ein bisschen sich warm schießen lassen. Ja, wobei das ja auch nicht immer positiv sein muss, ne? Nö, man kommt aus dem Tritt vielleicht auch raus, wenn man in diese englischen Wochen jetzt gewöhnt ist. So, vielleicht. Ja. Ich würde auch da 1-1 tippen. Da einen Punkt holen wäre schon ziemlich gut. Ich sag, wir gewinnen 2-1. Nee, 1-0.
unberechtigter Elfmeter. Die dann André Duda reinmacht. In der 89. Weil der Ball Nils Petersen an die Hand gesprungen ist. Ja. Ja, nimm ich, aber leider werde ich in Freiburg niemals auf FC-Sieg tippen können. Wobei, haben wir schon mal in diesem neuen Stadion gespielt? Nee, ne? Nein, ich glaube nein. Das heißt, wir können ja quasi ein neues Kapitel schreiben. Ja. Das war ja nur im Dreisamstadion, die alte Auswärtsfluch. Und das war ja kleiner, das Stadion. Das hatte ja irgendwie weniger Zentimeter in der Länge des Platzes. Das war immer das Problem, glaube ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Hier im Chat wird mal meine Rechnung angezweifelt. Ich habe das nicht selber ausgerechnet. Ich habe da so einen Rechner für bemüht, so einen Tagerechner. Ich werde das nochmal verifizieren, ob das alles so stimmt. Und wenn nicht, kriegt der Marco seinen Euro zurück. Ja, dann zahlst du meinen Euro. Ja, von mir soll das. Claudia, rechne das bitte mal für mich aus. Ich habe auf www.tagerechner.de deine Daten eingegeben und gehe davon aus, dass das stimmt. Aber ist denn der 29.12.2011 tatsächlich der erste als Trainer? Der hat seinen offiziellen Amtsantritt am 29.12.2011. Da war ja Weihnachtspause. Da hat er bestimmt kein Spiel gespielt. Aber da hat er den Vertrag unterschrieben. Okay. Ja, guck mal hier. Jetzt wird schon wieder hier getrickst. Im Amt habe ich gesagt. Wir können nicht nur Spieltage zählen. Dann bist du doch bei irgendwie 11, bei 300 oder so, nicht bei 3000. Nee, aber wieso? Man hätte ja sagen können, wann, also zwischen dem ersten Spiel und dem jetzigen Spiel. Ja, aber dann wären es ja trotzdem maximal irgendwie 14 Tage Differenz. Die spielen ja im Januar dann wieder. Außerdem, das Datum steht sogar im Chat. Ich habe dir das Datum sogar verraten. Das habe ich gar nicht gelesen. Ja, weiß ich, aber liegt ja an dir. Ja, 3.966 Tage laut Excel. Ja, Excel, aber ich habe den... Ach, guck mal, sie hat rausgefunden, wie die Smileys funktionieren, die Claudia. Sehr gut. Ja, also, ja, ich zahle den Euro. Komm, es ist ja, ich habe ja zwei Fragen richtig beantwortet. Ja. Yep. So, apropos Euro zahlen, lass mal noch Saisonspende machen. Ja. Für zwei Spiele jetzt, also Slowatschko und Hoffenheim. Ja. Slowatschko. Relativ einfach. Es sind Martel, also ein Tor. Ja, 2 Euro. 2 Euro. Und U2000er Spieler sind Martel, Hussein Basic und Maximilian Schmidt. Herzlichen Glückwunsch zum Profidebüt. Den haben wir gar nicht gratuliert. Schmidt heißt der Mann, aber wir haben noch nicht gratuliert. Ja. Genau, Maximilian Schmidt. Herzlichen Glückwunsch und willkommen in der FC-Familie. So bei 5 Euro für das Slowatschko-Spiel. Und dann noch Hoffenheim, auch ein Tor und wahrscheinlich nur 2 von der jungen Garde. Ne? Nee, müssten die gleiche Anzahl sein, weil Soldo ja auch U2000er ist. Also Soldo, Hussein Basic und Martel. Also auch 5 Euro. Genau. Ja, guck mal, 2 Spiele, 10 Euro mehr in der Kasse. Und du einen Euro und ich einen Euro? Oder wie viel hast du falsch gemacht? Also ich muss 2 bezahlen, bei dir habe ich gar nicht aufgepasst. Aber ich glaube auch 2, ne? Was habe ich denn falsch beantwortet? Was war denn Frage 2? Du hast den Dreisamschatz richtig, du hast Nils Petersen falsch und dann stimmt. Das mit den Tagen ist ja scheinbar noch in der juristischen Nachprüfung. Also das mit den Tagen, das würde ich tatsächlich nochmal... Das Spiel wird wiederholt. Ja, der VR greift noch ein und prüft jetzt noch. Aber Ergebnis steht erst am Beginn des nächsten Podcasts. 1966 Tage. Müssen wir hier den Tagesrechner verklagen. Wie viele Tage.de? Topstar.de. Topstar. Ich gebe mal das 29. 29. 12. 2011. Bis Enddatum 6.11.2022. Und ersten und letzten Tag mitzählen. So. Berechnen. Okay. 300, keine Ahnung. Dann werde ich mich da vertippt haben beim letzten Mal. Du hast recht. Du kriegst 1 Euro abgezogen. Claudia, vielen, vielen, vielen Dank für dein rigoroses Nachbohren. Guck mal, ich bin einfach so, ich vertraue meinem Podcast-Kollegen hier so, dass ich das einfach akzeptiert habe. Ja, du hast sogar den Hinweis bekommen, dass das Datum im Chat stand. Das ist trotzdem nicht hingekriegt. Ich habe es tatsächlich drauf geachtet. Mann.
Ja. Ja, dann streichen wir den Euro bei dir und schreiben ihn bei mir drauf. Sauber. Dennis 3 Euro, Marco 1 Euro. Für hinterhältiges Vorgehen. Genau. So, würde ich sagen, haben wir es geschafft für heute. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt bis jetzt durchgehalten haben im Chat. Es waren jetzt, glaube ich, 2 Stunden und 35 Minuten. Und davon allein 30 Minuten Markus Reisemonolog. Ja. Also, ihr habt auf jeden Fall ungefähr so viel Sitzfleisch bewiesen wie die Reisegruppe Hamburg im Nightjet nach Wien. Ja. Ich würde sagen, bleibt uns gewogen. Schaltet auch nächsten Montag wieder ein, wenn es dann wieder heißt, hier, wir sind live auf Twitch oder dann in der Nacht von Montag auf Dienstag in eurem Podcatcher die neue Folge trotzdem hier. Wir bedanken uns beide herzlich bei unserem Gast, bei Christian Künstler. Danke, dass du da warst. Ja, gern geschehen. Und ich bedanke mich auch bei dem Tschechien-Fahrer Marco Ruppert-Hennes. Immer gerne. Mein Name ist KY Lennep. Ich grüße noch mal alle Schüler, die bis jetzt durchgehalten haben. Denkt dran, morgen ist der Unterrichtsbesuch. Da müsst ihr fit und ausgeschlafen sein. Deswegen geht jetzt mal ins Bett. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht Idiot. Tschüss. Tschüss.